Warte, ich brauche schnell eine Einladung. Jeff Hardy. Ab. Ja. Bin drin. Fucking Macher, Digga. So, und wieder warte mal nur auf Mickey, wie immer. Wie immer. Mickey, schaffst du mal anzunehmen heute? Schaffst du heute noch? Ich habe nichts bekommen. Heißt du einfach Mickey TV? Aber angenommen. Guckst du mal dein Ubisoft-Konto? Ja, genau. So. Okay, dann auf geht's. Du musst den Hut nehmen, Mickey. Und jetzt wirst du die 10 Sachen nehmen, oder? Nein. Jetzt wirst du nur gefickt, Mickey. So, Mickey. Ja, ich weiß schon. Meine erste Monopoly-Erfahrung. Erst fängt's gut an. Dann macht irgendjemand den Wirt. Aber in einer halben Stunde mache ich vielleicht auch den Wirt und tapp einfach raus. Ja, wenn jetzt einer rausfliegt, dann auch einfach loslassen. Das hat mir auch keiner gesagt, mit nicht raustappen. Ja, ich tapp doch auch. Nicht letzter. Ey, eine 9 nehme ich mit. Sag ja, ich! Ja, natürlich kriegt er jetzt die 9. Natürlich. Ich hätte ganz gerne eine 2 und eine 4. Nein. Er kriegt auch, wie viel Lifestyle steht. Ja, geil. Digga, das ist unmöglich. Wie soll ich drei. Ich bin schon wieder letzter, Digga. Oh, Eli, eine schöne 10, Eli, gönn ich dir. Ja, oh. Oder? Ach. Oh, die Brille. Oh, Mann, die reicht nicht. Und? Werde ich gefickt, was ich brauche? Ach, okay. Oh, Sydney, uns geht's sehr gut. Uns geht's sehr gut. Aber warte mal, was ist denn jetzt mit der Arme? Nochmal? Nee. Oh Mann, ja. Dennis vor mir. Eli auf der 4, Mickey auf der 5. Ja. Oh, ja. Na, 1. René. Ja, oh. Pasch. Ja. Oh nee, ist nicht gut. Digga, oh, stimmt, nee. Pasch ist ja voll OP. Wohl? Ja, Pasch wird's am Anfang auf jeden Fall haben. Und beste Würfe ist ein 3er Pasch am Anfang. Okay, ich mit. Ich hatte Baby-Blow-Chat, ist das krass. 20 Taler? Können wir jetzt bitte irgendeine Straße? Irgendwas. 20 Kulten. Irgendwas. Noch ein Pasch? Geht sowas? Ohne. Ja. Wenn du 3 Paschs hintereinander hast, dann musst du einen Knast. Echt? Ja. Was? Oh, hier hab ich eine Straße, ja, ne? Nein. Ja, doch, ist pink. Oh, doch. Ja, pink ist eine Wirtstraße. Ist eine Fußvolkstraße, viel Spaß. Ich hau mich wieder, sag ich. Hat einer von euch Elden Ring gespielt? Zufällig? Nee, bisschen, nee, ja. Hau mich nicht an. Klar. Ist das geil? Ja, ist sehr geil. Würdest du dich an so Games rantrauen, die richtig schwer sind? Ich hab irgendwie heute mir so ein paar Videos angeguckt zu Elden Ring. Sah übertrieben geil aus, so mit. Elden Ring ist sehr geil, was ich dir auch empfehlen kann, aber ist ein Brocken. Sekiro. Wenn du einen Sekiro-Stream machst, Eli, ich gucke jede Sekunde. Da kracht es und pfeift es. Okay, aber ich mag ja so eine Rollenspiele. Weißt du, was ich früher richtig gesuchtet habe? Was denn? Gab's auf Xbox. Ich hatte früher ganz früher. Fable. Kennst du Fable? Ja. Was? Das habe ich früher gesuchtet. Ultra geiles Game. Super geil. Ich mag das kommt immer so jetzt Sachen wieder raus. Echt jetzt? Ja. Okay. Na, Chat, wann kommt Fable, das neue? Das wurde doch angekündigt. Fable, super geil. Skyrim habe ich auch gespielt. Auch sehr geil. Digga, da bin ich jetzt hier im Fan. Knast zu besuchen. Ja, Eli, akzeptieren, schickst du bitte einfach. Ja, Digga, ich hatte eine blaue Straße. Einkommensteuer? Warte. Oh, lauf wieder gut, für Mickey. Wieso ist Willi weg? Sydney und Willi haben sich gestritten. Meint, ich will nicht mit ihm verhandeln. Ja. Er meint, der ist scheiß drauf. Der schon ist rausgegangen. Elden Ring wurde in allen Streamerländern zum Game of the Year und in Deutschland wurde in diesen Stream Awards einfach Alt-F4 zum Game of the Year. Das ist krass. In allen, jede Show, was ich gesehen habe, englischsprachig, spanisch, französisch, überall gab es so Awards. Überall Elden Ring, Game of the Year, in Deutschland Alt-F4. Ich hab voll gezockt, Alt-F4. Denken sich, was sind die für Dummköpfe? Denken, wir haben rumgetrollt. Boah, das ist ein guter Start für Solution. Jetzt gönn bitte, wenn ich jetzt wieder nichts hab. Ich spreche durch. Was war denn dieses Spiel, wo man kochen muss, was hat schon jemand gespielt hat? Das war Plate Up, das ist übergeil. Da musst du halt richtig im Team navigieren, wie man. Also richtig krass navigieren, koordinieren, so. Das ist richtig stressig, aber macht Bock. Richtig viel Spaß. Danke. Oh. 10. Ab ins Theater. Ja, ich werd so gefickt. Mann, Digga, ich hab nicht. Also, wenn ich. Er hat Rot und Dings da. Das Ding ist over, Jungs. Er war nur eine. 7. Was ist das? Das ist eine 8 übrigens. Eine 8, ja. Ich wollte gucken, ob du aufpasst. Gut. Das ist die Wiener. Grün! Bisschen. Mann, Digga, zweimal gewürfelt, 0 Strafen. Es kracht so krass, ne? Eli, wenn wir auch das gleiche. Zweimal. Gute Tabla mitnehmen. Ja, oh, ich lass jetzt.
Jetzt loslassen. Schöne 4, schöne 4. 3-1, komm. Was ist denn das? 3. Oh. Boah, der holt dich. Oh mein Gott. Das ist stark. Oh mein Gott, wir brauchen das. Ach du Scheiße. Kriegst du noch besser für ihn an. Ich will die letzte blaue haben. Und dann wirst du mich anbetteln, Mickey. Digga, Mickey hat 2 blaue. Ja. Das wir brauchen ja blaue Jungs. Bro, wenn der einmal noch blau hat, ist das Ding over, ne? Dann fängt er an zu bauen mit der stärksten Straße, ne? Nee, das ist nicht die stärkste Straße. Nee. Wir gehen noch älter. Das ist die schlechteste. Am stärksten. Je weiter du läufst, desto besser werden die, Eli. Also ach so. Ach, hellblau. Ich dachte, ach so, es gibt ja noch ein blau. Diese andere blaue ist die stärkste, ne? Also da kannst du die höchsten Einnahmen generieren, aber. Guck dir mal Danny an. Ist nochmal abhängig. Also zum Beispiel Orange ist eigentlich schon das Feld, wo du am häufigsten draufkommst, weil aus dem Knast. Also im Knast bist du am häufigsten und deswegen ist es rein vom Zufall her. Ja, Digga, Danny hat Orange, Lila, Rot. Wunderschön. Echt das Rot. Gib mir ein paar Schläge. Aber Basti hat 2 Sachen. Oder ich hab 2 Sachen. Ich meine, wir ergänzen uns gegenseitig. Ne? Also wir können uns ja da bestimmt in der Mitte treffen. Gib mir ein paar Schläge. Ich muss gleich einig werden, eventuell. Hat jemand. Oh mein Gott. Es ist der Fullbruch. Ich brauch auch die Mark. Ich brauch die Mark. Es ist der Fullbruch. Ich brauch die Mark. Ich brauch Karten. So, jetzt gib mir mal irgendwie. Ach, ich bin da nicht. Dritte Mal, ich hab nichts. Ich steig gleich raus. Straßen. Oh, der 11. Mann, grün, Digga. Schaff nee. Ich. Ja, kann man auch mitnehmen. Haupt. Naja. Nee, noch nicht. Ich tapp erst später aus, Chat. Komm, Eli, komm doch mal rauf, sei bei mir. Digga, ich werd's so loslassen. Was brauch ich denn? Was wäre gut? Eine 3 und eine 5. Nee, eine 5. Ich glaube, 5 ist sehr gut. 3 oder 5? 3 oder 5? 3 ist nicht gut. 5? 3 hat doch jemand, oder? 9 loslassen, glaube ich. Nee, ist gelb. Nein, das ist gelb. Ist gelb? Ja. Chiller, glaube ich. Wir kennen die Map auswendig. Das ist voll einfach zu rechnen, eigentlich. Das Monopoly-Brett habe ich tapiert. Und hau mit mir! Schöne Gelb! Ja instant, wo man hinläuft, Basti, ne? Das ist voll cool, weil man nicht zählen muss. Gelb ist gut. Wo... Okay. Gelb ist solid, ja. Gelb ist solide. Mach ich. Passt. Das ist geil. Ich bin mute, ne? Ich bin mute? Gibt's noch was, Teller? Okay. Na, 8. Mal schauen. Gemeinschaft. Guck mal, wie der Hund läuft. Guck mal, wie der Hund läuft. Wie provokant. Bitte 200 minus. Bitte 210. Oh. Nein. Ins Krankenhaus. Weil den Knie Räume hat. Ach du Scheiße. Gelb hat auch noch niemand. Das ist gut. Keiner hat Gelb. Die können jetzt auf Gelb kommen. Keine 2, keine 4, keine 6. Ja, ich nehme mich mit. Wo ist das? Fettabsaugung. Okay. Komm, gib mir einen Taler wieder. Die Fahrt aus dem Gefängnis frei, okay. Okay, krass. Okay. Haben wir nicht einmal gehabt? Okay, geil. Okay. Krass. Achso, ja. Okay, ist nicht schlecht. Kann man haben. Bitte. Kommt die erste Straße. Oh, hier. Oh, ein Pasch, ja. Und es hat keinen Hauder. Nein, das ist kein Fall. Mann, jetzt bin ich jetzt ein Knastbus. Und jetzt Ich tapp instant raus. Ab in Knast. Hey. Ja, krieg meine Kohle. Ey, bitte. Ich verkauf dir meine Karte. Für 500. Welche? Meine aus dem Gefängnis Freikarte. Verkauf ich dann. Achso, vielen Dank. Können. Oh. Einmal zu Eli. Oder? Nein, Eli. Oh mein. Ey, Leute, ich kann nicht mehr. Jungs. Bro, das tut echt. Das tut das ist hart. Jungs. Krass. What the fuck? Jetzt holst du die Braun. Ich will sogar die Braun, meinetwegen. Ich will irgendwas haben. Ja, guck, abwarten und Tee trinken. Oder los, die Braun. Oder raustappen. Ich tapp weit raus. Also ehrlich. Ich glaube, auf Braun gehe ich heute auch. Mal. Gib mir noch mehr Geld. Einfach wieder raustappen. Dann verhandelt mit dem KI. Mehr Geld, wenn man auf los stehen bleibt? Digga, Basti hat auch 4 Farben, ne? Das ist auch... Mann, jetzt hat er sogar meine Braune. Basti ist mächtig. Ja, geht. Das ist jetzt so eine bunte Mischung, die ich da hab. Gebt mir mal eine 2, Jungs. 1-1, ja, Pasch. 1-1, Pasch. Aber Knast? Oh. Oh, das könnte gut sein, oder? Ist Ereignis. Nee, Gemeinschaft. Ereignis, Bro. Du hast bevor bis zum nächsten Bahnhof der Eigentümer erhält das Doppelte der normalen Miete, wenn der Bahnhof noch nicht gehört. Oh, angenehm. Oh, okay, krass. Cool.
Das ist cool. Oh. Nee, bei Freiparken. Ja. Was bringt denn das, wenn ich viele Bahnhöfe habe? Ja, 200 für alle. Und ich habe sonst 150 bei dreien. Oder 100? Ich glaube ja. Nur 100. Und bei 250 und bei einem 25? Kann das sein? Ich krieg mehr Miete. Und? Ja. Du hast einen Verhandlungspartner, Eli. Na, Danny. Bitte. Hey. Mickey, lass los. Ja, was Mickey, ist lass, uns da, lass uns darüber reden, Bro, am Ende. Wir reden drüber, Bro. Enter. Reden, Bro. Lass uns reden, Bro. So. Wir reden, Bro. Oh, no. Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen. Ja, weiß ich nicht, ob das so geil ist. Mann, nochmal keine 4. Bitte nochmal. Rücke vor bis zum Opernplatz. Boah. Oh mein Gott. Das ist rot. Opernplatz, was ist das? Rot habe ich. Oh, hab ich schon eine. Haben wir den? Na, ist der Opernplatz? Nee, aber, oh, du hast den. Basti. Oh. Opernplatz. Okay. Kann ich dir irgendwie das Leben schön machen, Basti? Momentan noch nicht, nee. Momentan kannst du deinen Karten noch nicht machen. Kauf die niemals. Ich weiß, was ich mache. Basti, wenn du was brauchst, kannst du mich mal melden, ne? Auf jeden Fall. Du siehst ja, was ich so brauche, aber solange ich gebe dir nichts Volles, solange ich nichts Volles dabei bekomme. Bitte. Um mal direkt hier das mal so zu klären. Das ist die Parkstraße, oder? Das Park, du hast sie. Du hast sie. Was ist das, grün? Nee, ist dunkelblau. Oh, mit die beste, oder? Dunkelblau? Ist schon stark, ja. Das ist die auch, hä? So, wichtig. Hat Micky so Schlösserlee? Nee. Micky braucht hellblau, nicht dunkelblau. Ich glaube, Basti wird uns über den Tisch ziehen, Jungs. Richtig. Micky braucht Elisenstraße. Ne? Schon, aber guck mal, was du da für Miete bekommen kannst, wenn du da Häuser wirst. Das ist brutal, krass. Oh, finde ich fair den Call. Nicht fair den Call. Wir beide profitieren, ist ja fein. Naja. Oh. Ja, ey, mal gucken. Gebe ich gerne mal ab, einen 10er für eine Nacht, ist okay. Der Preis auch, muss man sagen. Okay. Oh, was? Da war ich aber auch schon drauf. Das bin auch ich, glaube ich, oder? Nee, ganz ruhig. Noch ein? Oh, schade. Und nochmal zu Eli. Warum sind deine Würfel rot? Weil ich jetzt zweimal hintereinander einen Pasch hatte. Wenn ich jetzt nochmal einen Pasch gehabt hätte, dann wäre ich jetzt im Knast. Gib mir mal ein bisschen was, hä? Naja, komm. Gib mir mal ein bisschen was. Ein paar Naschis nur. Ein paar Naschis. Sie sind dran. Was wäre cool? Eine 3 und eine 6, ne? 3 wäre krass. Nee, eine 5. Ne, eine 7. Eine 3. Ne, warte mal. Eine 2, eine 3, eine 5, eine 7, eine 9. Top. 5. 8. Oh mein Gott. Und dann komme ich auch noch auf das Grüne von Basti. Ich komme genau dahin, wo ich nicht hin muss. Naja, von Danny. Ja. Ah, das schmeckt schon. Ich schon eine Marke. Ja. Kein Taler. Nee, kein. Mogelchat. Mogelchat bleibt geschlossen. Kann sein. Mhm. Wo ist der Gelb? Oh nein. Ah doch, ist Gemeinschaft. Ne, ist meine. Richtig! Gut. Mal einen Taler überweisen. Ach du Scheiße. Wer hat alles 2? Enter mit den Wurstfingern. Nur Danny hat 2, ne? Mit Rot. Und Micky. Micky auch. Micky hat aber diese dunkelblau, ne, diese hellblaue Kacke. Keine Muggels. Ah, das ist ja jetzt mit der Miete, die ich bekomme, aber schon wieder fast free. Das nehme ich auf jeden Fall mit. Was bringt denn das? Wenn du ein Werk hast, dann wird es nur vervierfacht, die Würfelanzahl. Und wenn du beide Werke hast, also auch E-Werk, dann wird es verzehnfacht. Also ist jetzt nicht so krass. Wenn du beide Werke hast, ist Maximalbetrag 120 tanken. Oh, nehme ich trotzdem. Ja, kann ich schauen. Hm. Jetzt komm, ein 2er, jetzt ein 1er Pasch. 7. Bisschen Steuern zahlen, sagst du? Oh nein, oder? Oh doch. Die beiden mich töten. Die wollen mich verhindern. Ach du Scheiße. Wir werden die Beine. Aber das sind du ganz gut für alle, Micky, dafür. Das ist gut. Lass Micky durchbrechen. Warum denn Micky? Ich hab nicht seine Karte, du Idiot. Hey. Muss nicht so gemein sein. Oh, das verletzt mich schon, Sid. Herrlich. Bist ein Idiot. Geh lieber auf seine Fettleibigkeit. Ich fahr mal ein bisschen Bahn. Du machst es ihn jetzt fett zu bezeichnen, ne? Aber ich liebe es. Ah, ein 6er Pasch. Zeig mal her. Was ist es? Auf die prallen Mist 120 Kilo. Ach, Digga, das Grundstück ist richtig. Gut. Guck mal, jetzt ist hier alles verkauft. Ich sag's euch. Das ist ja, so jetzt krass. Wird's eklig. Jetzt fängt's an. Oh ja, es wird sehr eklig. Komm nirgendwo mehr hin. Würfel nochmal. Oh, ja, das bin ich, das bin ich. Scheiße. Aber es ist nicht viel. Oh, wie lächerlich. Ist es bei Sidney? Ja. Ja, guckt euch an. 20 Meter 35 Kröten, guckt Digga. Euch an. Und jetzt gib mir mal was. Und gib ihm einen Pasch. Noch einen Pasch. Gib mir eine 3, eine 2, eine 5, eine 6, eine 7.
Also ehrlich, da muss jetzt was kommen. Ach, kein Beispiel. Einen 10. Ah, ja, ich glaube, du schnappst Mickey weg. Du schnappst Mickey weg. Ne, ich glaube, es hat Mickey sogar. Ah, ne. Ah, ne, ist eigenes. Ey, ich krieg gar nichts, Digga. Ich hatte dreimal die Chance. Ich komm dreimal auf kein Feld. Rücke vor bis zum nächsten. Was? Was ist das? Das E-Werk. Nee, das ist das noch was Freies. Oh, und das nehme ich, Bro. Ich brauche das zweite Edi. Hä? So, Danny. Jetzt sind wir Verhandlungspartner, Bro. Henny, was hab ich da gerade geholt? Okay. Das ist keine Straße drauf. Auf der kannst du nicht bauen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ich will eine 7. Eine schöne 7! 2. Die 2 ist sogar gut, Digga. Ja, 2. Die 2 ist okay. Ja, krieg grün. Oh! Weiß, grün. Aber was bringt dieses Weiße? Das, wenn du nur eins davon hast und jemand kommt auf das Feld, wird das mal 4 multipliziert mit der Zahl, die er gewürfelt hat. Also wenn du eine 10 würfelst und auf dein E-Werk jetzt drauf kommst, dann musste er dir 40 zahlen. Wenn du beide Werke hast, dann wird das mal 10 genommen. Das heißt, wenn du dann eine 10 würfelst, musst du 100 zahlen, wenn du drauf kommst. Oh, okay. Also wenn du beide... Schon mal, ja. Es geht, es ist nicht... Ist kein 5 der 5! Kein super starkes Feld. Das wäre echt. Ist, nicht so nee, dick, ist Zusatzsteuer. Ein Huni. 100. Haha. Ja, du Mistvieh, bist fast pleite. Ich weiß wirklich nicht mehr viel Geld. Ist das krank. Ja. Aber er kriegt jetzt wieder 200. Noch ein paar, schade. War noch. Der hat jemand. Den hat Eli. Danny, wie sieht's. Ach, nee, das macht. Das ist doch viel zu früh. Ja. Oh, gib mir nochmal 25 Pro. Na klar. Nochmal 25 Nachtis. Das schmeckt. Was, welches Feld brauche ich denn da noch von meinen hellblauen? Welche Zahl brauche ich gleich? Oh, passt. Okay, dann mit. Kriegst du hier Krasch schon mal? Jeder gut. Krasch würfelt die ganze Zeit. Das hat jemand. Oh, richtig. Das will ich ja. Richtig. Ja, damit. Ja, aber hab ich locker die Mark. Die hab ich locker die Mark. Alles gut. Komm mal. Komm. No, weiß ich nicht. Okay. Braun. Oh, Braun, hast du das Hit, oder? Jetzt Hit, glaube ich. Ah, ne, du hast die Basti, oder? Ja, gib's mir mal einen Zweier. Ja, komm. Ein Zwilling ist das, nicht ein Zweier, ein Zwilling. Das Tageshaus, ey. Nee, er ist ein Zweier, er ist aber ein Zweier. Kannst du dich mal auf die Bank setzen? Vermochter ja. Zweier. So. Mach Meter, Sinn. Ich brauche eine 3, oder, Chat? Mach Meter. Oh. Digga, warum würfeln denn hier alle Pass? Oh, das hat noch Sydney ist der Partycrasher. Michael, ja! Ja, yeah, ein Nachbarhaus gefällt mir. Hab ich mir gekauft. Schön. Und weiter geht's. Gut für die Verhandlungsbasis. Was hat ein Mickey so? Grün. Oh, jetzt hat jemand. Mach Meter, mach Meter, mach Meter, mach Meter. Mach Meter, mach Meter. Oh, Zehner. Nee, da nicht. Taler, nimm ich mit. Ja, Bro. Mann, Digga, ich habe einfach nur. Ich hab einfach nur eine Straße. Nur eine einzige. Ist das krass. Was wird hier gewürfelt? Machen alle so Meter. Ja. Oh, mit 200 minus. Oh. Bin ich dich der Strafzettel? Ja, geh mal her. Gib mir mal 15. 15 Naschis. So, jetzt mal eine 7. Oh. Ja, was? Also hier ist irgendwas faul. Ja. Oh, die schmeckt aber sehr gut. Hab ich ja überall meine Finger im Spiel. Auch in Berlin. Digga, ach du Scheiße. Nee, es gibt einen kleinen Trick mit dem Würfeln. Also man muss es speziell timen, dann kannst du immer eine 12 würfeln. Was ist da? Oh! Ab in Knast mit dir. Ja, ist okay. Ich hab ein Kärtchen für dich. Ach, ist er instant im Knast? Ist okay. So, bleib mal drin. Wie lange ist er da jetzt? 3 Runden? 3 Runden oder ich zahle Fuffi? Ach du Scheiße, die Animation wird mich so wegbrechen. Basti, also ich würd tauschen, aus dem Knast Freikärtchen gegen Rot. Ich kauf sie dir gerne ab für 40. Für 40? Hast du das Brett offen oder nicht? Für 40, ja. Digga, was ist denn das? Ey, gibt es Freiparken hier? Nee, haben wir nicht. Ich hab einfach Freiparken, normalerweise würdest du... Ja, alles, was in der Mitte ist, so alle Steuerausgaben und so. Ich habe jetzt aber einfach Default gelassen, so. Achso, das gibt's nicht, ne? Also man könnte es, man hätte es einstellen können, aber ich hab's nicht gemacht. Also hatte das schon wieder gar keinen Sinn, was ich gewürfelt habe. Ne, ist eine Niete, nee. Das Feld. Mann, ist so krass. Mickey, eigentlich könntest du bauen, aber dir fehlt noch eine Straße. Du brauchst schade, alle drei Mickey, dafür. Schade. Richtig. Das ist krass. Ein bisschen bitter, ne?
Komm her. Also, ja, komm. Also man kann sich in der Runde hier drauf einstellen, dass hier kaum was rausgegeben wird, oder? So ein bisschen den Vibe bekomme ich schon. Ja, also was, hier, was das angeht, hast du wirklich eine ganz, ganz, ganz... Wie gesagt, ne, du musst mir ein bisschen... wir beide könnten die Macht hier werden in der Runde. Aber Basti, da muss... Du kannst mir auch jetzt schon ein bisschen helfen. Und ich würde das später nicht denken. Guck mal, Basti, ich sag dir jetzt eine Sache als Tipp, okay? Ja. Er sagt dir von vornherein, er will dir helfen, hat aber hinterm Rücken in einer Hand schon den Dolch. Ja, ich weiß schon, also. Ich weiß schon, auf was ich mich einlasse. Da muss schon noch was kommen. Der Willi ist kalt geschmiedet. Ich hab wirklich an Willi gedacht, bis zum Ende, weil er ein guter Handlungspartner für mich war. Nein. Oh, Sydney, Knastbruder. Mann. Sind das jetzt zwei Knast? Ja, ja. Tauschen wir dunkelblau gegen eine Knastkarte? Ja, Dicker. Also, kann man sich freikaufen für 50? Ja, kannst du. Du kannst dich sofort freikaufen, das mache ich jetzt auch. Aber erst, wenn du dann in die nächste Runde dran bist. Aber 50 haben oder nicht haben, das ist schon. Das ist letztendlich wichtig. Später, ja, später möchtest du im Late Game möchtest du in den Knast, weil du dann halt keine Gefahr hast, auf irgendwelche teuren, ne, Felder zu kommen. Krass. Ja, Digga. Oh! Ich hier. Der nächste, der einen Pasch würfelt, muss allen Streamern hier 5 Gifts auf. Hey. Digga, Mann. Warte mal, hat er jetzt die Straße? Ja, das Ding ist auch mal. Basti, mein Freund. Basti. Ja, ich höre. Ich sehe was da. Am Apparat. Macht doch Sinn, oder? Das macht schon Sinn, aber du müsstest da noch ein bisschen was drauf zeigen, glaube ich. Eine Menge. Hast du ein Brett? Auf gar keinen Fall, dann nicht. Dann reiß ich aus beiden Abgrund. Dann überlegst du dir besser. Warum soll ich noch was drauf zahlen? Weil Rot mehr wert ist als Pink. 8. Also, das ist schon wieder eine Linie. Ein, Basti. Alles also klar, so ist gar kein Problem. Ich bin noch hier, falls du irgendwann mal einen Anruf tätigen willst, sag einfach Bescheid. Ja, Jungs, ich kann nichts machen. Also ich kann auch nicht... 31 Taler nehme ich erst damit. Ich kann Würfel nicht beeinflussen. Das Ding ist over. Also, ich habe schon so oft gewürfelt, ich krieg keine Felder. Also was ich noch übrigens... Die Knastkarte, die will ich noch on top geben. Ja, die ist momentan noch nicht so interessant für mich. Doch, ja ich kann besser würfeln. Sag mir mal ein Sümmchen. Sag mir mal ein Sümmchen. Also ich würde aber auf jeden Fall noch Orange dazu haben wollen. Das wäre auch nochmal super nett. Und dann über eine Summe, eine Zahl, würden wir dann nochmal reden. Also, was wärst du denn bereit, als Zahl immer so eine Tendenz mal zu hören? Ja gut, alles klar. Also, nee, also wenn du noch Orange und Top haben willst und noch Geld, dann dreht sich wirklich ein Stuhl. Du möchtest der mächtigste Spieler hier am Tisch sein. Aber das wirst du ja nur, wenn du meine Rote bekommst. Ja, aber es geht doch dir genauso. Geht doch dir genauso mit der Pinken. Wieso? Ich kassiere gerade meine Talerchen, das passt. Mach ich auch. Mir geht's finanziell auch gut im Gegensatz zu dir, Basti. Basti, erstmal deine Kohle. Erstmal ein 12er her, danke dir. Zahl erstmal deinen Unterhalt. Mir geht's finanziell auch sehr gut. Bei dir ist schon eher Ebbe. Du, ich kann von hier, ich fahr zu meinem Bahnhof, ich fahr zur Seestraße, Turmstraße, alles da. Okay. Weißt du schon, welche Richtung es hier geht? Da vermisse ich auch gerade Willi. Ja, mit Willi kann man wenigstens reden. Orange? Basti ist ja wirklich, das ist ja delusional. Das ist der Vorderte, Mann. Oh. Was ist das? Ein Fair Trade? Oh, komm, den Taler will ich wieder haben. Und zwar ganz schnell hier. Na, ich sag mal so. Das ist auch Kacke, ne? Digga, ich hab 2 Dreckskarten, Alter. Ich hab eine, Bro. Ich hab eine. Ja. Das ist ein Bahnhof. Du hast doch einen Bahnhof. Nicht lügen hier. Ja, was bringt mir denn der scheiß Bahnhof? Basti, ja, ich bin ganz offen. Was wolltest du sagen? Moment, erstmal hier ganz kurz den hier abwarten. Bei Eli. Ah, ne, die hat Eli auch gut. Na, ich sag sowas mal. Wir können ja auch den Spieß umdrehen. Ja. Willst du vielleicht lieber Pink haben und ich bekomme dafür Rot? Oh! Da musst du aber was draufzahlen. Das wäre klar. Nee, ich glaube, Nee. Die erste Idee war schon ganz gut. Ich sag mal so: Du kriegst die letzte rote, damit hast du das mächtigste Trio auf dem Feld am Tisch. Gibst du mir noch dazu Pink und Orange und zahlst mir nochmal 300 oben drauf. Ich würde es für dich einloggen, damit du es mal siehst, ja? Also wirklich. Da kannst du auch direkt, kannst du dir sparen. Das ist ja geisteskrank. Okay. Das ist ja geisteskrank. Da dreht es wieder komplett. Also wirklich. Ich so, kriege ich jetzt hier meine Straße? 3, 5, 8, 9 oder 10. Wo bist du? Ja. Also vorhin war die Rede vom 1:1 Trade. Bin ich du hast vorhin gesagt, am Start der Runde hast du gesagt, 10 du tauschst 9? Nur. 10. Ja, das ist leider dann Reichensteuer. Straße hast. Nee, das passt aber auch. Das passt. Das ist so krass, ne? Danny, lass dich nicht verarschen. Es kracht so sehr, Chat. Kracht. Also, mir geht's finanziell gut. Also, ich werde nicht tauschen. So ist es für mich absolut nüchtern. Ich laufe einfach nur durch die Gegend. Ich erreiche hier nichts.
Ich erreiche nicht. Musst du wieder abdrücken. Muss ich wieder abdrücken? Nein, nein. Jawohl. Oh. Ach du Scheiße. Ab in den Knast. Der Back-to-Back-Bruch. Geisteskrank. Führerschein, ab im Knast. Bab. Also das ist wirklich krass hier. Das ist wirklich krass. Also das, ich werd die Runde hier sabotieren. Ich sag's euch. Einfach mal Windows. Die Straßen sind schon weg dann, oder? Ereignisfeld, okay. Nee, liebe Fettvieh. Na super. Ich bin gleich offen für ein neues Angebot, ja? Falls du mal nochmal. Also müssen wir nicht überreden. Nee, nee, so haben wir keine. So haben wir gar keine Base so. Wir haben gar keine Base, Basti. Okay. Nur zwei Sachen für eine haben jetzt und noch Geld on top. Da ist gar keine Base da, weißt du? Auch keine Base der Freundschaft so. Das, ich meine, aber bei mir wir beide könnten Hand in Hand alle anderen ausnehmen. Ist das nicht ein schönes ja, Bild? Ja, aber das. Ja, das Bild ist. No, no, nehme ich mit. Das Bild gefällt mir sehr gut. Ah, nee, ist aber schon. Ja, okay, okay. Das Bild gefällt mir schon sehr gut, weil es fühlt sich einfach nicht fair. Dass du zwei also Sachen damit und noch Geld, weißt du nicht. Wenn du willst, kannst du auch auf Orange erstmal verzichten, aber ich brauche einen Betrag. Der wird nicht klein sein. Opernplatz, oder? Ja, du brauchst auch einen Betrag, ganz genau, weil du bist ein bisschen knapp bei Kasse. Also was ich dir anbieten würde, ne? Wir tauschen gleich schön Pink gegen Rot. Aha. Haben wir schon im Markt bekommen. Und ich gebe dir, das ist wirklich auch ein einmaliges Angebot, fast schon nicht abzuschlagen, 350 gebe ich dir. Das Ding ist, ich sehe ja den aktuellen Kontostand, deswegen müsste ich da, weißt du selber, dass es da momentan das Leben ist gut. Also das ist schon wirklich sehr großzügig von mir. Oh Mann, ich war gerade so glücklich. Du guckst auf meinen Kontostand, willst du mehr von mir haben, aha, okay. Ja, das ist schon wirklich ein sehr, sehr stabiles Angebot. Ohne Orange ist eine ganz andere Basis hier im Spiel, das ist... Nee, ich möchte auch an die Zukunft denken, dass wir vielleicht mal in Zukunft ein bisschen handeln können. Jungs, ihr werdet euch nicht einig. Hier entgegenkommen. Ah, scheinbar nicht. Richtig. Aber ist okay. Ich sag eine Zahl. Die hat zwei Nullen. Und vorne ist eine 5. Und damit würde ich es machen. Pink-Rot wird ja, vereint. Danny, das sind utopische Preise. Raus aus der Verhandlung. Also, was? Warte ab, bis der kein Geld hat, Danny. Was wird das jetzt? Kommt jetzt hier ein Angebot oder was? Es kommt hier mal das erste Angebot. Okay. Eine mächtige okay, Rote. Okay. Ja, okay. Du kannst immer, ja. Das ist wirklich... ein dreckigen 500er. 500, ja, er braucht ja auch die Mark, um bauen zu können. Ne? Deswegen verstehe ich das. Großer Schein, mächtiger Schein, aber du hast damit Rot, das Trio des Todes. Das ist eine mächtige. Das ist aber nüchtig. Ist ein mächtiges Trio. Das ist nüchtig. Also wirklich. Ist das nüchtig? Ich muss noch ein bisschen an meine eigenen Geschäfte denken. So ist das. Richtig. Denk darüber mal nach. Vielleicht mal eine Nacht drüber schlafen, aber. Irgendwann ist der Zug auch abgefahren. Oh, Eli. Sag mal, ja. Ich brauche noch eine einmal Orange. Ich brauche schon wieder mit der 5. Ich brauche noch ein Orange. Manu. Oh, nice. Hey, oh, einen zweiten hat er. Na, das ist gut. Stimmt schon. Aber Micky hat zu uns zu haben, da würde ich echt loslassen, Eli. Beim Bahnhof? Micky, wie sieht's aus mit uns beiden, mit den Bahnhöfen? Ja, sag doch mal was. Ja, komm. Sag mir mal, also, gib mir mal so eine gleiche Zahl. So ein leichtes. Was hast du denn überhaupt, was ich brauche? Ein leichtes Anreiz. Ah, das ist. Ja. Erstmal kriegst du jetzt eine Miete, so. Ja, gib mal 22. Erstmal so ein kleiner Punkt. 22, so. Gib mal so 22 und dann gucken wir uns das an. Wie sieht's aus mit dem Elektrizitätswerk? Wie sieht's aus wie ein Elektrizitätswerk? Kann man immer gebrauchen. Das will ich nicht. Brauche ich nicht. Will ich nicht. Eine 10! Einmal in den Park. Gib mir die Kohle. Digga, die einzige Straße, die ich hab. Und dann kommen da Leute drauf. Boah, 35 Glocken, Mann. Damit wär ich nicht reich. Och, Mann. Also, du willst den Bahnhof, Eli. Ich würde gerne den Bahnhof fahren, Mann. Das ist ja ziemlich viel Geld. Ja. Oh. Also, ich geb dir 250. 50 über Liste. Lacher. 250 über Liste. 250. 50 über Mieter, über Liste. Okay. 50 sogar. Ja. Ja, Basti? Ja, hallo, ich bin da. Ja, ich würde noch weiß einmal ich hier. Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Ich würde einmal versuchen, starten nee. Mit dir. Mach doch mal. Gibt's da noch ein ich Angebot? Bin offen. 50. So. Nein, hol dir rot und du 50 über Liste. Ist das das letzte Wort? So, auf jeden Fall das. Hier. Aber tu, ich bin da. Gib dir vielleicht 260, ne? 260. Und das ist also alles andere, ich mach's mit meinen Chat. Ja. Tropisch, also 275 vielleicht. Basti, also ich sag dir ehrlich, 200 Max. Besser wird's nicht mehr. Besser wird's nicht, Basti. Besser ja, also, als das hier wird's nicht. Aber wir dürfen nicht verhandeln, Micky, wir dürfen erst gleich. Man muss ja auch irgendwo, ne? Eine Base schaffen.
Besser als das hier wird es nicht mehr, Basti. 400 mal drüber. Da ich dir so wie es ist, ist schon fair. Ja, dann solltest du aber auch erstmal übrigens das Angebot, also du solltest das Geld auch nochmal hinzufügen, bevor du den versuchst. Ach so, oh mein Gott. Das war der Mann. Naja, jetzt sind die ganz dreckigen Dinger. Also wenn du versuchst, das ist hier. Deswegen machen wir alles schön mit Vertrag, alles schön und ordentlich. Der größte. Ist ja bekannt. Größter Scam-Versuch. Deswegen, also die 400 kannst du schon mal abschminken. Da muss ein bisschen. Ich hab den Deutsch gesagt. Ich hab ihn. Eine 7 City. Nein, als Entschädigung muss da ein bisschen was. Nein, das ist wieder die Steuer. Das ist die Einkommenssteuer. Nachher will ich die Pinke haben, nachher ist die Pinke nur so halb. So. Ich hab so halbe. Nein, das ist nicht. Ach, die Basti, kann ich deine braune haben? Oh! Senne, da muss noch ein bisschen was dazukommen. Du hast nichts, was für mich relevant ist momentan. Ja, aber ich geb dir Geld. Senne, ich brauch die hellblaue. Basti, ich geb dir Geld, mein Freund. Gib sie mir, Senne. Gib sie mir. Ich bin bereit, dir 150 zu zahlen. Für die Turmstraße. Die schlechteste Karte im Spiel. Was? Nicht du, nicht du. Basti. Ja. 150 zahle ich dir für die schlechteste Karte. Ja, ist ein super, super Ding, Sydney. Da musst du aber das musst du bei einem anderen versuchen, wirklich. Bevor also. Was willst du denn? Sag mal. Aktuell nicht zu Verkauf. Mein lieber alter Kollege. Ich weiß, dass wir uns ja. Da gab es ein kleines. Wir hatten vielleicht ein bisschen Startschwierigkeiten. Naja, ich habe dann. Das war ja ein Versuch. Der hat mir gar nicht gefallen. Das ist keine Art und Weise, wie man handelt. Hinterlistig. Also, wenn und als das Entschädigung. Ding 420 geht, musst du gleich jetzt abschicken. Nein, 420 Maximum. 420 als Entschuldigung, 20er ist okay, aber weiter, nee. Ah, ist Quatsch, ist Quatsch, ist großer Quatsch. Hilfe ist großer Quatsch. 20er, nee, auf keinen Fall. 20er geht weg, nee. Aber mehr mache ich nicht. Nee. Also 20 als Zeichen des guten Willens. Das war ich gewillt zu machen, so, aber so. Das ist verschummelt. Überleg's dir. Unehrlich. Dann überleg dir besser. Dann überleg dir, wie du deine Häuser bauen willst. Was muss ich denn jetzt würfeln, Chat? Kannst du dir auch überlegen nebenbei. Du kannst auch noch verhandeln. Wir setzen uns gleich an einen Tisch, Micky. Ich sehe es ja, dir fehlt noch eine Straße, du brauchst Geld, vielleicht um Sydney die auch abzukaufen, ne? Ja. Ich brauche einen Bahnhof, wir können uns da entgegenkommen. Micky. Ja. Du brauchst ja meine blaue. Meine hellblaue. Ja, die brauche ich. Und mich lächelt deine grüne an. Wie viel Geld willst du drauf haben? Also, Micha. Also, wenn du drei Bahnhöfe bekommst. Lass die erstmal. Warte. Wenn du drei Bahnhöfe bekommst und wenn man da rauskommt, dann ist die Miete schon bei 100. Ja, dann musst du aber erstmal raufkommen, Bro, ne? Ja, aber da. Also, ich sag's dir so, wie es ist. Unter 400 läuft nichts. Micky. 400. Micky. Ich hab dir vorhin 270 dein. Ich will hier gar nicht groß reden. Ich mach's nicht für 395. 400. Nein. Guck mal, also ich sag dir. Du hast eine 100er Miete direkt. Ich sag dir jetzt so, wie es ist. Also musst du erstmal raufkommen. Das ist Max, das ist Quatsch. Du kommst da gut drauf und es ist ein 100er, ist gut. Hör mir zu, man kommt da nicht gut drauf. Ich geb dir jetzt einen Call, okay? Ich hab vorhin gesagt, 275, ne? Da sag ich, passt. Von mir aus bist ein Mann, du hast Kinder, ne? Willst dir auch mal was holen? Machen wir 300. Ja, hör, noch. Achso. Ja. Machen wir 300 und gut ist. Bahnhof ist es nicht. Du weißt das. Dreimal kommt man auf dem Feld, hast du schon wieder raus. Plus, ja. Der nächste Bahnhof, wenn der da ist, ich hol mir den dann können wir nochmal sprechen. Ganz kurz, Eli, du musst aufpassen mit der Zeit. Wenn der du hast einen Timer. Wenn der abläuft, dann crasht die Runde. Also. Falls so. Der ich mach 310, Micky, ich hab das jetzt ab. Ich hab's jetzt einverstanden. So, ne? Und Micky. Das ist 110 X. Das ist gut. Man kommt dreimal rauf, du hast es schon wieder drin. Und Bahnhof dann 200 Meter, das ist schon krass. Genau. So, ich brauche einen Einerpasch, bitte. Das ist alles, was ich brauche. Ich brauche die Schlossallee. Los. Nee, das wird nicht mein Freund. Wow. Ist Einkommensteuer? Nee. Hoffe ich? Nee. Aber hoffentlich trotzdem zahlen, Honi. Komm, Honi. Oder ein Knast mit der Sau. Puh, ja, du Scheiße. Schön. Okay, Sid, wie mache ich das hier? Was ist dein Angebot? Wie mache ich das? Ich habe das noch nie gemacht. Es wird dann Zeit. Wenn die jetzt hier loslegen, dann müssen wir nochmal telefonieren. Was möchtest du anbieten? Ja, hier die Bahnhofstraße wolltest du doch haben, oder nicht? Grün gegen Blau. Hä? Grün gegen Blau würde ich machen. Du kannst anfangen zu bauen. Du brauchst die Grüne sowieso nicht. Pack mal rein da. Du musst es machen. Oder mache ich das? Muss ich die reinpacken? Ich weiß auch nicht, wie es geht. Mit Enter. Enter drücken. Du musst da rauf und dann Enter.
Nein, nicht Enter. Hä? Grün ist jetzt dran. Wenn du jetzt zu ihm rüber willst, dann musst du jetzt Shift drücken. Ah. Jetzt willst du sein blaues, Enter. Blaue? Also ganz kurz, ne? Du lässt dich da gerade ein bisschen. Was passiert hier jetzt? Was passiert denn jetzt hier gerade? Warte mal eben. Digga, du willst zwei Straßen? Ich will zwei Straßen und ich leg was drauf, Sid. Was willst du haben? Also soll ich sozusagen gar nichts mehr haben dann? Ha? Also soll ich sozusagen gar nichts mehr haben? Nee, also wenn du willst, ich geb dir noch den Bahnhof. Dann kannst du Eli in den Erdkern schicken. Mit dem Bahnhof. Aber ich leg noch was drauf. Ja, er kann dann bauen, Sidney, das auch dann. Ja, das wird sich nicht rentieren. Willst du die blaue behalten, die Parkstraße? Ja, klar. Okay. Das Einzige, was ich habe. Okay. Lass uns erstmal weiter würfeln. Ich muss mal gucken, wo ich rauflaufe. So, warte. Aber wärst du damit einverstanden? Muss ich mir noch überlegen, ob ich noch die zweite grüne bekomme. Weil eine grüne bringt mir auch nicht viel, weil ich damit nicht verhandeln kann. Okay, also willst du sowieso nicht eingehen? Ich muss gucken, wer die zweite grüne bekommt. Oder danach willst du Geld? Was hältst du denn davon, wenn du... Scheiß drauf. Ich hätte dir Dings gegeben. Ich hätte dir einen Bahnhof gegeben und die. 12? Okay. Interessant. Ach, Stammgast du mittlerweile? Dann bist du schon gut dabei. Ja, ich warte noch, bis die dritte Grüne im Spiel ist. Ja, aber ich bin, was das angeht, bin ich zickig. Verstehst du? Ja, das ist aber weil wenn ich dann mehr kriege, dann will ich nicht mehr, aus Trotz. Weil ich dir jetzt schon ein sehr gutes Angebot gemacht habe. Ja, aber du brauchst die halt irgendwann sowieso, sonst hast du ja sowieso verloren. Nee, Telefon klingelt mir einfach eine andere Straße. Ja, okay, wenn du meinst, dann... Ja, das meine ich so. Oh nein, weg hier! Ja. Moin! Digga, ich hab eine Straße, ne, das ist so krass. Aber zwei Bahnhöfe warst du. Hat schon jemand? Das ist lecker. 9 Na, Nummer 36. Eli, kann ich dir vielleicht das Feld abkaufen, Eli? Das Elektrizitätsfeld meinst du, oder? Ja, genau. Also, ich würde mich da... Ja, nee, noch hast du eigentlich nichts, was mich so ein bisschen catcht, muss ich sagen. Weißt du, ich habe zwei frei, ein grünes ist frei. Was, gelb? Wie sieht's aus mit Orange? Orange ist noch frei. Oh, da musst du aber noch ordentlich, musst du noch rauszahlen. Musst du raufzahlen. Ja, aber guck mal, Basti hat jetzt andere Orange, ne? Also. Deswegen muss ich da ein bisschen gucken. Ja, weiß ich. Ich will nicht eine Base schaffen, aber. Na, nee. Oder gegen Pink. Mit Pink kannst du nichts machen. Pink können wir nicht. Ist nicht verhandelbar. Pink ist nicht verhandelbar. Nee. Pink, aber ich brauch Basti als Partner. Ja, dann klinge ich. Hast du einen Bahnhof, Danny? Hast du einen Bahnhof? Ich hab keinen Bahnhof leider, nein. Basti, denk genau nach, bevor du irgendwas tust. Also wirklich genau nachdenken. Genau nachdenken. Ja, ist schon mal ein guter Anfang. Das ist ein ordentlicher Anfang. Alles noch im Rahmen. Und jetzt musst du aufpassen. Und jetzt musst du wirklich Obacht walten lassen. Ja, mal langsamer. Nee, wir müssen schon, du weißt, in welche Richtung wir müssen. Ja, doch, Richtung ist grün. Ja, nee, ist Quatsch. Ja, also, mein Lieber. $24. Nochmal oben drauf. Wir beide haben einen schönen Abend. Die anderen werden Spaß mit uns haben. Alles tutti Banane. Bumm. Fertig. Abfahrt. Was habe ich denn noch? Habe ich noch 800? Da hast du aber eins, du kannst natürlich viel mehr bauen als ich. Und wenn ich dann bei dir raufkomme, dann kratzt und pfeift das. Und auf Rosa kommt man viel öfter und pfeift. Ja, das klingt schon sehr gut eigentlich. Oh. Also das ist schon echt fair. Das ist 24 von deinem Angebot weg. Ja. Also mein Bester. Ja, ist korrekt. Du weißt selber, dass du mal auf Enter drücken musst. Danny, und dann geht's alles, dann ist die Luft. Dann geht's ganz schnell. Ja, ich würde gerne noch ein bisschen nachdenken. Guck mal auf die Tastatur, die lächelt dich an. Oh. Ja, gib mir noch ein paar Runden zum Überlegen. Ja, aber das ist schon mal eine gute Richtung. Also Danny, ganz kurz, wie sieht's aus mit dem Elektrowerk? Ne? Also du brauchst gleich Kohle, weil ich glaube, du wirst ihn letztendlich... Willst du es kaufen von mir? Ja, okay. Ich geb dir mein Elektro-Dings da und du gibst mir Orange und ich zahle dir nochmal ein bisschen was drauf. 150, 100. Also das kracht und pfeift. Das wissen wir beide, Bruderherz. Du brauchst doch demnächst Geld, sonst kannst du gar nicht bauen. Du wirst deine letzte Straße nicht bekommen, ohne abzudrücken an Basti. Das weißt du. 6. Ich muss abdrücken, ja, aber selbst wenn ich jetzt abdrücke, ist immer noch ein guter Taler da. Digga, also, ist so krass, Digga, diese Eli. Scheiß gelbe Karte, ne? Genau so, du bist da drauf. Digga, wie kommen da alle so oft drauf? Die anderen beiden ich komm genau. Wo war der Basti? Wo war der? Eli, was sagst du jetzt mit dem Bahnhof? Ja, ich mach dir gleich nochmal ein Angebot. Micky, unbedingt Geld. 300. Ich mach dir 300? 300. Micky, eigentlich oder darfst 400. Du ihn gar nicht danach fragen. Du brauchst gar nicht. Er braucht das von dir. Achso, okay. Ja, gut. Eli steigt nämlich Ratschläge von Sidney an, um Eli zu brechen. Micky braucht. Was ist das hier? Braucht er das Geld nicht. Naja, aber wenn er irgendwann bauen will. Kann er nicht. Na gut, okay, Micky. Dann
Lass uns da nochmal reingehen. Also nochmal, wenn man da aufs Feld kostet. Kommt, muss man 100 Miete zahlen. Richtig? Ich komme dann 5-mal auf die Bahnhöfe. So, das bedeutet. Also, du hast 300 gesagt. Dann machen wir es fertig. Dann nimm 300. Ich habe keinen Bock mehr mit diesem ganzen Ding. Und gib die gelbe. Nein, hä? Was ist denn jetzt mit dir los? Oben drauf. Ja, guck mal, das ist dann utopisch. Gelbe rauf, bisschen Geld runter und wir haben die. Ja, du hast aber drei Bahnhöfe, sind schon mächtig, die du dann hast. Das darfst du auch nicht vergessen. Ich will die gelbe. Zeig mir die gelbe. Wie viel ist sie wert, die gelbe? Gerade 300. Zeig mir die gelbe, wie viel sie wert ist. Die ist 300. Nee, 280. Wie viel ist die wert? 260. Mach sie mal rein da. Mann, Digga, ich hab nicht mehr so lange Zeit. Nein, gelb ist mein einziger unverkäuflich. Hör mir zu, ich mach 300. Ja. Unverkäuflich? In der Verhandlung ist es unverkäuflich? Gelb ist meine einzige Strafe. 3,50. Du hast 300 gesagt. Ich geb dir 3,50, das heißt, der erste Ticket von dir ist um 5. Ja gut, dann mach ich das. Ich glaube, ich mach das. Auf gar keinen Fall, du Schwein! Gott sei Dank hat Micky nichts von mir. Da ist sogar was, lieber. Er sagt 300, ich mach 300. Er sagt auf einmal gelb. Ich sag, geht nicht und geh sogar hoch. Dummer Trade. Ja. Und also, er sagt wirklich, die sagen sogar gerade dummer Trade. Oh. Also, scheiße. Ey, wollen wir eigentlich mal ihm und Oli machen oder erst am nächsten Mal? So, wenn wir eigentlich. Also ich finde schon krass, halt jetzt so wirklich 3-4 Stunden oder so jetzt nur den Chat im Emote Only zu lassen. Ja. Die sollen ja ein bisschen schreiben können, finde ich. Und auch. Ja. Nee. Also aber hast du halt noch was überlegt so? Fehler. Ach. Du hast noch so viele andere Sachen, die ich so stark machen. Du hast noch so viel da im Background, du hast noch einen braunen. Gib mir mal erstmal 40, okay, Micky? Ich gebe dir 40. Grün und noch einen Bahnhof. Ich habe eine Menge, aber wir reden ja jetzt gerade über Rot und Pink. Sonst kannst du gar nichts machen. Du hast ja in meiner Verhandlung auch mein Vermögen quasi mit einbezogen. Ja. Ich glaube, man muss dir das nochmal erklären, Micky. Du musst Sydney das Blaue abkaufen, das mit Kohle kosten und dann musst du aber Kohle Sydney haben. Aber Sydney will gerade nichts von mir. Er will kein Geld. Ich habe keine Straße für ihn. Du wirst immer weniger haben. Ich mache gleich noch einen letzten Versuch. Geld wäre cool. Danach ist das Ding oben. Aber ist die Gelbe da mit drin in dem Ding? Nein, die Gelbe ist nicht drin. Die Gelbe ist nicht drin. Oh, noch was. Jetzt habe ich weniger Geld, Basti. Das ist natürlich schwierig. Du kannst doch mal durchklingeln. Ich klingel durch, mein Bester. Ich klingel durch. Bitte nicht. Aber ich habe eine Karte, alles gut. Ich habe dich ja mittlerweile auf Kurzwahl hier. Danny, vielleicht können wir uns gleich einigen. Vielleicht hast du gleich wieder Geld. Wir waren immer ein gutes Team. Wir waren immer ein gutes Team. Du hast die Gelbe, ja? Das ist korrekt. Weißt und du, kannst und er hat Geld, er hat Geld, er hat du Geld. Geld. Ich hab Geld. Lass uns doch auf den Nenner kommen. Ich glaube, jetzt bin ich hier dran. Ich glaube, es wird Zeit für ein paar Häuser. Ey, Basti, also jetzt müssen wir auch wirklich vom Preis, vielleicht musst du mir noch was zahlen. Und mach mit, das ich soll dir was zahlen? Ja. Was hast du denn gemacht für mich? Den 1:1 Trade. Gemeinschaft. Ach, du musst auch in die Zukunft. Aha, okay. Schlossallee, komm, gönn. Schlossallee? 100 Euro, okay. Eli. Ja. Mein gelbes Häuschen, das ist ja schön für dich, ne? Ja. Lass uns mal seriös reden, als zwei erwachsene Geschäftsmenschen. Weißt du? Oh, okay, ja. Lass uns seriös reden. Seriös. Definitiv. Können wir machen. Okay. Dann sag uns, dann haben wir was. Ich kann dir ein Elektrowerk geben, guck mal hier. Ich kann dir Kohle geben. Lass uns einfach mal reden. Mal dankt. Ja. Also das Elektrowerk, also ist schon verwertet, sagt mein Chat. Mit Ausdruck sogar, dass es sehr verwertet sein soll. Okay. Ich würd's gerne haben, aber ich wollte letztes Mal auch den Bahnhof unbedingt haben und der Bahnhof hat mich in die Ruin getrieben. Okay. Dann, also ich bin bereit dir sogar, ich gehe so weit, ich gebe dir das Elektro-Ding, ja? Plus sogar Kohle für Gelb. So weit gehe ich es mit muss dir. Guter, fetter Batzen Kohle sein. Ja, dann sammle ich mal eine Zahl. Dann guck dir jetzt an, was Basti gerade macht. Sorry, ich bin kurz beschleunigt, ich bin kurz auf dem Gaspedal. Wir machen's. Oh. Es ist soweit. Ja, da waren wir ja schon. Der ist gleich wieder vor. Ja, es ist das gleiche, also das ist ja lastig. Also es war ja das gleiche Angebot. Nee, davor war 444. Ja, aber. Ich muss ein bisschen überlegen. Aber das geht schon in die richtige Richtung hier. Du kommst ein bisschen entgegen. Das ist schon mal sehr, sehr gut. Sehr sympathisch auch vor allem. Danny, du brauchst besser Karten als statt Geld. Ja, Basti hat so viel in der Rückhand noch. Und wenn ich jetzt so viel Kohle abdrücke, kann der sofort richtig bauen. Da hab ich nur 400 und mal krass bei mir. Solution, ich versuche deinen Plan zu verstehen, was also worauf du jetzt am Ende gehen möchtest. Ja, das versuche ich auch noch gerade herauszufinden. Also wenn du jetzt mit mir das jetzt voll, sagen wir mal, ich stelle mich jetzt dann quer und trade mit dir nie, weil ich jetzt einfach mal irgendwann ein bisschen genervt bin. Was würdest du dann machen? Ja, dann würde ich mit Eli verhandeln. Okay. Also Danny, guck mal hier. Sag eine Zahl. Ich bin Geschäftsmann. Also mit Micky kannst du nicht verhandeln, aber mit dir eventuell. Guck mal hier.
Man kann mit mir verhandeln, aber nicht für 3,50. So, also das Ding hat einen Wert von 150. Ich glaube, ich habe schon fast 110 damit gemacht. Ne? Und du schießt mir 420 rauf on top und dann sind wir fein. Dann gehst du's. 420, 420, dann hast du die gelbe, dann hast du auch mal ein bisschen im Spiel. Und dann, Basti, können wir auch wieder reden, weißt du? Dann, ich weiß nicht, ob ich dann rangehen werde. Ah, komm, Basti. Wie du mich jetzt gerade so, das war mir jetzt ein bisschen, weiß ich nicht, ich habe ja auch meine Gefühle. Ja, du übst aber auch sehr du viel. Klingst, auf, du klingst, du hörst den Wort laut von mir, ne? So ein bisschen, die Stimmung ist ein bisschen gedrückt hier. Also. Ja, du hörst aber, weißt du, du übst sehr viel Druck auf mich aus. Also, Danny, ich, 420, ich habe Kinder, kannst du machen. 420 hast du glatt, okay, so, komm, ich komm dir gegen 400. 400 glatt, hast du einen 20, 20er über, kannst mit deinen Kindern essen gehen, alles gut. Kannst du ein schönes Eis kaufen, Eis schlabbern. Mit einem Werk machen. Ja, ich dieses scheiß Werk bringt gegen Gelben. Damit kannst du später so gut verhandeln. Aber Danny, guck mal, ich brauche noch einen Gelben. Du weißt, dass es. Du weißt, warte ab, bis die Dritte im Spiel ist. Und deswegen müssen wir auf 400 kommen. Das ist zu viel gepokert. Also, ohne Witz, ich mag dich und deswegen mache ich 375. Du kannst den Deal jetzt machen, dann hast du Cash und es sind 25. Musst Enter drücken. Später kriegst du 500 davon. Oh. Ja, aber die letzte Gelbe ist ja noch auf dem Spielfeld, ne? Wer sich die krallt... Ja, ist korrekt, ja. Das ist korrekt. Ja, das ist starke Verhandlung dann. Die wirst du nicht kriegen. Die wirst du nicht kriegen, Danny. Doch, bringt dir Geld nichts. Ja, Eli also hofft auf die Würfel. Ich will dir eins sagen, Danny. Sobald jemand anderes Geld bekommt, dann fällt auch dieses Angebot hier weg, weil du wirst mit Geld... Da ist es nüchtig, sag es. Da ist es nüchtig. Eli braucht die sowieso, Danny. Ich mach es. Wir gucken. Okay, stark. Könnte ein Einrad-Call gewesen sein. Was? Aber jetzt bin ich wieder ein bisschen flüssig. Ist okay. Okay. So, das ist Wahnsinn, interessant. Weißt du? Sehr interessant, was ihr hier macht. Okay, von beiden Seiten. Guter Deal für beide. Oh mein Gott. Geht. Also, Danny braucht diese scheiß Elektrizität. Kacke nicht. Ja, aber wenn man raufkommt, jetzt mal 10, ist. Mann, das schmeckt. Oh, mein Kärtchen. Ab zur Schlossallee. Richtig, Karten Ey, danke dir. Achso, du bekommst ja was. Richtig. Okay, Danny ist dran. Wenn Danny jetzt auf die Schlossallee kommt, dann kracht so ein 5-2 bei mir. Oh. Oh. Ich mach die Schlossallee. Nee. Ja, Chat, mal kurz. Also mein Chat sagt, ich sitze auf dem Einrad. Ja. Erstmal ein Zweier. Erstmal wieder 200. Zweier? Ja. Erstmal eine Doni. Fürs Motel in Thailand. Erstmal ein Zwilling. Oh, Basti. Basti, jetzt? Jetzt können wir auch reden. Klopf. Komm doch mal rein in die Badstraße. Komm doch mal rein hier in die Bude. Ah, oh. Alles ist fit. Du solltest aber jetzt auch bedenken, dass du jetzt halt wesentlich mehr Geld wieder hast, ne? Und die ganze Verhandlung könnte sich eventuell wieder ein bisschen verschieben. Ja, das hast du doch eben für nichtig erklärt, das Angebot. Oder mein Call, als ich das eben gesagt habe. Ja, so. Du darfst nicht vergessen, jede Runde ist ein neuer Tag. Neuer Tag, neues Glück. So. Du brauchst die hier. Ja, ja. Ben? Ah, hä? Achso, so. Okay. Und jetzt am Ende auch mal Enter drücken dann, ne? Also. Ja, das wusste ich nicht, das war echt nicht in Aufsicht. Hätte schon mal geklappt. war nicht geplant. So, und jetzt, wir waren eben bei 420, jetzt habe ich halt keine Marke gemacht und die teile ich auch gerne mit dir, 430. Und dann will ich aber auch nichts mehr hören hier. Dann möchte ich hier nichts mehr hören. So, rot, alles korrekt, ne? Rot bekomme ich, du bekommst pink und Geld. Mach mal die 50. Mach mal 450 und Abfahrt. Was ist das jetzt? Oh, Basti. Boah, wegen 20. Ein Shake und wir sind uns einig, mein Freund. Wegen 20 könnte es jetzt hier vielleicht doch nicht dazu kommen. So wenig ist dir das wert, Danny. Okay, krass. Boah! Wir haben ein Match. Ach du Scheiße. Wir haben beide eine Straße. Ich hier rumgehe. 450 Chat, okay, wir haben es bekommen. Jetzt wird es interessant. Ich chat raus. Sydney? So. Ja. Boah, was? Die kosten 450? Mickey wird nervös. Mickey, aber du liegt ja daran, weil du dich auf kein Deal einlässt. Ne? Nee, Moment. Können wir machen? Ah, jetzt können wir es machen, oder wie? Jungs, ich sag euch so, wie es ist. Wir müssen hier ein paar Allianzen schmieden. Weil Basti und Danny könnten sehr stark werden. Ich sag dir eins, Mickey, also ich habe versucht mit dir zu verhandeln. Basti hat auch einen Bahnhof, er braucht Geld für Häuser. Ich mach jetzt mein nächstes Angebot für den Bahnhof, geht an Basti. Du hast dich da verpokert. Gut. Boah. Ich hab den Hauptbahnhof, der ist mächtig, ne? Der ist schön, gute Lage. Basti, du kriegst gleich von mir ein Angebot, ne? Also so ist es nicht. Ja, ich höre. Das wird interessant. Außer Mickey sagt, okay. Vielleicht sieht er den Fehler ein. Da bin ich nochmal bereit. So, wo bin ich? Da. Oh, jetzt an den roten schnell vorbei. Ach, gut. Ich brauch die hellblaue. Die schmeckt. Und ich helfe dir aufzustrengen. Dann besorg mal eine gelbe, eine grüne. Oh Mann, jetzt 11 machen müssen. Jetzt so geschmeckt. Diese gelbe, aber ich brauch sie. Ja, Digga, da kommen wir die ganze Zeit drauf, ne? Die gelbe, die ist echt nicht. Dunkelgrüne hab ich. Aber es sind noch ein paar Karten sind noch offen. Ich weiß. 4 Stück sind insgesamt noch offen. Wie weit ist denn die gelbe von mir weg, Chat?
4. Ey, schönes Ding. So, Freunde, falls ihr mal eine Übernachtungsmöglichkeit sucht, ich werde euch mal einen kleinen... gibt ein kleines Update. Wenn ihr mal eine Bleibe sucht, sagt einmal Bescheid, Hafenstraße, Seestraße. Digga, hast da kennst du Karten, oder was? Ach du Scheiße. Da gibt's ein bisschen was. Ach du Scheiße, er hat schon 3 bei beiden. Wie warst du, Hä, was hast du gerade gemacht? Hypothek. Ich Hypotheken auf. Hey, ich würde dir deine Grüne auch abkaufen, mein Freund. Und die Braune. Ja, ich Digga, also das ist so ein gefährliches Feld. Was muss man zahlen? 700 muss man zahlen. Ich dann auch komplett teuer. Zettne. Wo kann ich denn diese Karte aufmachen? Wo kann ich diese Karte aufmachen? Leertaste. Die Karte. Die Achso, jetzt Steuerung, jetzt Steuerung. Wo ist das? Da lauert der Tod. Ganz unten links auf deiner Tastatur. Oh, da lauert der Tod. Jetzt Leertaste. Wo bin ich? Hier. So. Also, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ach du Scheiße. 1, 2, 3, 4, 5, 6, hast du 3 Hotels? Nee. 7, überall 4 Häuser 8. drauf? 4 Häuser. Also überall 4 Häuser drauf? Naja, damit, guck mal, du siehst ja links, es sind ja noch wenig Häuser verfügbar. Irgendwann kann keiner nämlich mehr 9, bauen, wenn keine mehr an der Bank sind. 9, 11 und 12 würde mich sprechen. 9, 11 und 12. Ups. Aber dafür bist du fast raus, dann, ne? Hast du eine gute Bleibe. 9, 11 und 12. Ach, scheiße. Ach du Scheiße. 10! Oh! Ach du Scheiße. Ist das wichtig? Oh, da gehe ich so weit. Meter machen. Das ist so wichtig. Wunderschön. Guck euch das an. 100 Tacken. Ja, die. Ja, hier, 100. Oh, die nehme ich mit. Da, das hätte dein sein können, Edi. 100 nehme ich mit. Die brauche ich auch jetzt gerade. Oh, die sind wichtig. Oh, die Motten. Oh, die schmecken so gut. Bin ich? Oh, Alter, das Spiel war das knapp. Gut, Basti. Also. Micky hat das Angebot vorhin abgelehnt. Gib ich ihm doch jetzt noch kein Geld. Baut er Hotels, Bro. Der baut uns Hotels, das ist Feierabend. Ich gebe ihm jetzt ein Angebot. Ob er das annimmt oder nicht, das sei für ihn. Also ich bin aus diesem Schneider raus, Jungs. Ich werde nicht auf seine Hotels gehen. Ihr vielleicht schon. Micky hat das Angebot schon genommen. Außer Micky sagt mir jetzt, hey Edi, lass uns noch mal reden. Moment, was machst du jetzt? Du bist lass in meinem Basti Geld. Nicht stark machen. Micky, willst du noch mal reden? Ich will reden. Lass Basti nicht so stark machen. Wenn wir darauf kommen, ist Feierabend. Dann gewinnt er. Okay, dann lass uns reden. Ja, lass uns reden. Ich will auch nicht deine gelbe. Okay. Hast du Spaß bei dir raufzukommen jetzt? Was kostet Mickey, das gerade? Ich sag so wie es ist, wenn du auf dein letzter Feld Preis war 350. Ja, aber da haben sich die Zeiten haben sich geändert. Was? Die Zeiten haben sich geändert. Okay. Mittlerweile, ich guck mir deinen Kontostand an und ich weiß, wenn du da einmal raufgehst, Bro, dann kracht's bei dir. Dann bist du fast bankrott, ne? Weil ich aber ein guter Verhandlungspartner bin, ne? Und dich mag und wir uns irgendwie einigen müssen, kriegst du von mir 275. Oh. Lächerlich. Ja. Dann sag eine Zahl. Dann schnell. Dann lass uns reden. Sag mir einfach, was du willst. Also 3,50 wurden geboten. Mein letzter war 400. Nein, 3,50. Ich bin fair. Wir treffen uns bei der Hälfte. Schnell, du musst jetzt reden. Dann 3,75 Abfahrt. Was? 3,75. Dinger, du hast. Also, Abfahrt. Du 3,50 hast du geboten. Hast die nächste Runde, letztes Angebot. Ich gebe ihn dir für 3,50, Eli. Wirklich? Ja, musst du jetzt noch rausgehen. Nächste Runde. Du kannst ja jetzt noch zurück. Du kannst jetzt noch zurück einfach drücken und dann. Okay. Micky, was sagst du dazu? Machen wir nächste Runde, Basti, ne? Dann gucke ich mir erstmal Micky noch an, wie er gleich zündet. Okay. Was willst du tun? Was willst du tun, Eli? Basti? 350. So. Basti, ich will deine Braune haben. Das weiß ich. Du brauchst den Bahnhof Lunch abgeben. Was willst du denn dafür? Du brauchst Geld. Ich brauche ein bisschen Geld. Immer gerne. Ich weiß. Oh, Micky! Oh, ja, richtig! Oh, Micky! Und jetzt wird die Luft immer dünner. Juice, Bro. Baby! Die Luft wird immer dünner, Bro. Du bist gleich raus, ne? Micky! Und jetzt ist der Scheiß, das kannst du jetzt schon mal sagen. Also, Basti gibt mir Sens für 350. Ich bin raus da. Also, jetzt würde ich 250 schon mal sagen. 250 für den Bahnhof, dann kriegst du 50 über Liste und dann lebst du wenigstens. Basti, ich kaufe den Bahnhof ab für 400. Gib Basti kein Geld. Gib Basti kein Geld. Er ist kurz vor meinen Feldern. Ich baue jetzt erstmal kurz. Erst würfeln. Nee, bau erstmal. Bau erstmal. Erst würfeln, na gut. Bitte nicht. Oh mein Gott. Und Katsch. Ist er da drauf? Ich sag mal so, du hast ja was auf dem Konto. Du kannst dir mal eine schöne exklusive Nacht hier gönnen. 4 Häuser hast du zur Auswahl. Du kannst in jedem meinetwegen mal eine Stunde schlafen. Ach, Du pissig. Du bist gar nichts. Du bist gar nichts. Und jetzt nochmal ein Einser-Pasch.
72 Notgroschen hast du noch. Und jetzt nochmal ein Einser-Pasch. Hätte ich gebaut, Chat. Oh mein Gott, hätte ich gebaut. Oh, hättest du gebaut, wer hier, wer kriegt durch? Auf die Straße wirst du auch Dash kommen. 75, ja. Ihre Hypothek. Alter, ist das gefährlich, da. Echt, schwer sind meine Eier. Echt, schwer sind meine Eier, bevor ich jetzt hier gebrochen werde. Bitte nicht. Bitte nicht. Tu es nicht. Bitte nicht. Einser-Pasch. Einser-Pasch? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ja, voll. Benni, gib mir deine Orange an. Hat dir so gut gefallen bei mir am Hafen? Hat dir so gut gefallen? Direkt nochmal hinterher. Was sagst du mir? Was sagst du mir, Sid? Ich zahle dir 300. Nein, 200. Was muss ich zahlen? 700. Ich zahle dir 200. Für was jetzt? 350 kannst du haben. 350 kannst du haben, sofort. 1300 in zwei Nächten. Hast du dir aber richtig einen rausgelassen. Ganz viele Probleme. Da werden jetzt Hypotheken aufgenommen, etc. Für was jetzt? Für was? Darf ich mal wissen, für was? Boah, da müssen Hypotheken aufgenommen werden. Ihr müsst aber auch wirklich schnell machen, weil ansonsten kommt einfach Bankrott automatisch, wenn du nicht zahlen kannst, ne? Also du musst jetzt schnell das Geld besorgen. Hey, ich sponsch dir 200 rüber. Ich mach 250 orange, Danny. 300 will ich haben, 300 sind der Fick. Auch, ob du in der Position bist gerade, also... Danny, du bist gerade dabei, Hypotheken aufzunehmen. 250. 170 mach ich. 75. 300 verkauft. Also ich geb's dir auch für 310. Also kauf sie dir ab. Auf gar keinen Fall. So. Ich geb dir 300, Daniel. Passt. Ich geb dir 305. 305 nehme ich, Heli, komm. Passt. 305 ich. 310. 315. Die Katze, Bruder. 305. Was mit Orange, naja. So. Aber es ist wieder so unlucky. Rest gerade? Er ist wieder so unlucky. Das ist Eli. Oder? Schuh ist Eli, ne? Ja. Ja. Eli, komm. Denk an einen guten Freund. 310. Ich brauch das. Danny, 305. Du hast es gesagt. Ach. 310, komm. Nein, würde ich jetzt nicht scheitern, Bruder. Eli, jetzt flieg ich raus. Aber hat sie gefallen, all-inclusive? Wie war das Frühstück? Ja, es hat nicht, was ich für ein Pech habe. Letztes Mal war ich, glaube ich, 3-4 Mal im Knast. Lass die nix. Eli, mach los. Ja, nein, sonst geht's nicht woanders rüber. Ja, ich geh runter auf 250. Oh nein. Nee. Ja, dann Danny 300, ich mach. Komm, Danny, ich helf dir, komm. Ich bin Freund. Ich mach 300. Katze, ja. Ich bin Freund, Danny, ich helf dir. Ich kann auch nicht. Für weniger. Gehen. Ich dreh jetzt komplett, Digga. Was dann, Eli? 300, guter Mann, Sid. 305 hab ich gesagt, du kannst für 310. Danny, komm mal, ich geb dir. Ich kauf dir ab. Für mehr. Alex. Fertig. Verarschen dich. Wie unlucky ich bin, ne? Das ist so geisteskrank, wie unlucky ich bin. Oh, hoch. Zwei Mann. So, Sid. Ab da, yalla. Nee, danke. Ja, langsam wird die Zahlung fertig, ne? Ja. Ja, GG an Basti. GG an Basti, merci beaucoup. Ja. Hat er gut gespielt, Chat. Basti mit 1,5. Ist nicht lucky. Er ist nicht lucky. Aber du hast noch das Wasserwerk, ne? Und das Elektrizität. Na, da ist eine Hypothek drauf. Da kriegt er, wenn du da drauf kommst, kriegt er kein Geld mehr. Aber dafür hat er eine einmalige Zahlung bekommen. Die Hälfte des Grundstücks. Ja. Nee, ich brauch die blaue. Und Danny hat wir müssen eine Allianz schmieden. Ich weiß, ich brauch immer noch eine grüne oder irgendwas. Ich hab doch eine dunkelgrüne, Sidney. Wofür würfelst du? Willst du da in die Nähe kommen und alles... scheiß drauf. Ich brauche noch die andere. Alles klar. Drauf, Kätzchen. Nur Basti. Mal 26. Achso, ich habe eine Hypothek drauf. Das passt. Handeln. Ich brauche nur Bastis braune. Ja, es tut mir leid, Sidney. Mir geht's zu gut gerade, dass ich was abgeben würde, glaube ich. Könnte dir meine Orange bieten gegen braune plus Geld. Wie viel Geld würdest du mir geben? Du gibst Geld, mein Freund. Ich gebe dir Geld. Moment, ich sehe Verzeihung. Braun gegen Orange. Guckst du auch immer nach Rätsche? Ja, Basti, du gibst. Ja, dann. Du gibst Tipp. Dir eine braune. Ja, dann tipp mal. Komm, mach mal. Heißt tippen? Also, handel mal. Handeln? Handel mal. Okay. Wo bist du? Glauben. Das Schiff. Wie geht das? Ich hab zum ersten Mal. Wie geht das? Ich geb dir Orange. Wie geht das? Genau, jetzt Enter. Jetzt Shift zu mir rüber. Da musst du ganz schnell wieder abbremsen. Nee. Sidney, du weißt selber. Ich bin jetzt, also du bist nicht in der Position gerade. Ey, du kannst Geld gebrauchen und du brauchst die Braune nicht. Wie, ich kann Geld gebrauchen? Du willst mir Geld aus der Tasche nehmen und sagst mir, ich kann Geld gebrauchen. Was ist das jetzt? Orange gebrauchen. Die Karte ist noch free. Also ich geb's mal ab. Guck mal, ich sag dir mal was, weil ich bin fairer Sportsmann. Du hast jetzt nämlich das Geld nicht bestätigt. Du musst Enter drücken. Deswegen. Ich hätte das jetzt auch so annehmen können. Ich gehe rüber zu mir. Ich mach dir 100 rein. Aber nur, weil ich auch ein fairer Spieler bin. Ja, also. Wie Geld bestätigt?
Naja, er hat jetzt einfach auf Einverstanden gedrückt, aber du musst vorher Enter drücken, damit das Geld auch reingepackt wird. Ich hätte es jetzt auch für ohne Geld annehmen können. Rein theoretisch. Weise Entscheidung. Lass mich bauen. Wie baut man? Geh mal auf die Spielbrettübersicht oder so halt. Und jetzt Shift drücken. Aber okay, wenn du jetzt, genau, jetzt musst du den Pfeil da unten auf deine Felder navigieren. Kann ich jemandem hier meine Gefängniskarte anbieten? Bitte? Meine Gefängniskarte jemand? Für 40? Edi, du musst gucken, was man bei Braun bekommen kann. Also wenn du auf Braun raufkommst, ist es jetzt nicht, das knallt nicht so rein. Ich weiß, deswegen war es ja lost, oder? Naja, Orange ist schon mächtig, ja. Gefängniskarte! Basti, du willst die vielleicht kaufen, mein Freund. Zeichen des guten Willens. Ja, ich kaufe dir die ab für 40. Ja, okay, schön. Perfekt. Danny versucht überall Kohle zu machen, wo es geht. Was, machst du vielleicht 45? Nee, das geht nicht. Ist das krank. Kaufst du jemand anders vielleicht für 45? Das ist dringend Geld. Ey, guck mal, wie krass. Ich wäre jetzt normalerweise auf deine Häuser gekommen einfach, aber du hast die ja gar nicht mehr. Ja, ja. Das ist halt so unlucky. Aber den fehlt es nämlich mit. Aber ey, was? Sogar auf das, wo kein Haus drauf ist. Was muss ich denn würfeln? Wusste ich gar nicht. Da, die braucht ich von 10, Digga. Das Feld brauch ich. Digga, Alter, die kracht. Na, noch bist du weit weg davon, Eli. Mit einem Pasch. Aber erstmal vielleicht mit einem Einser-Pasch. Ich kann das alles nicht mehr. 7, erstmal bin ich weg von diesen ganzen. Nur noch Brot und Wasser in deinem Zorn. So, vielleicht auch mal gleich eine niedrige Zahl von auf ein Haus zu mir kommen. Vielleicht nochmal bei mir rauf. Ich muss auf. Mickey, ja? Ich mach dir jetzt nochmal das Angst. Also, ja, das Angebot. Also lass uns reden. Also du hast ja, das reden. Das bei der Kracht, ne? Ja. Wenn du auf dieses Feld kommst und du kommst dann gleich vorbei, dann musst du alles verkaufen, was du hast. Also dann ja. Deswegen gebe ich dir jetzt hier nochmal eine reichende Hand. Ja, ist gut. Ich bin gespannt. Also, du gibst mir eine Hand finde ich gar nicht schlecht, ehrlich gesagt. Achso, ich würde die 40 doch nehmen. Ja, wir. Das klingt doch mal ganz anders als vor einer halben Stunde. Ich muss aber nicht überleben denken jetzt. Ich will auch die 40 nehmen. Ja? 325 meinst du, Basti, ne? Ich war bei. Ja, genau. 325. Ne, 300. Was hatte ich gesagt? Er wollte 375, ich hab 350 gesagt. Ne, 325 hast du, glaube ich, gesagt. Mhm. Aber mittlerweile ist meine Stellung ist auch ein bisschen anders. Geldnot ist bei mir nicht da gerade. Also. Ja, ist das ehrlich. Okay, okay. Es wird immer weniger irgendwie, Micky. Das Ding ist 300. 100 über Liste. Wir brauchen halt das Geld. Wofür? 100 über Liste. Ich brauche halt das Geld, ne, Chat? Ich brauche halt dieses Geld. Ich denke, ich werde es annehmen. Ja, doch. Ich mach's. Ich hoffe, du kommst jetzt aufs Feld und dann wirst du alles verkaufen müssen. Das hoffe ich jetzt. Und übrigens darfst du nicht auf andere Spiele hören wie Sydney oder so, weil die wollen jetzt ja nur, dass du es nicht machst. Also, es wird immer weniger das Angebot, oder nicht? Ja, weil er immer in einer schlechteren Position ist. Oh. Mick ist doch fein. Du willst doch was von ihm. Und jetzt geht's in den Knast. Mit dem Hund. Micky, mein Schatz. Micky, also, 45 Dollar. Hast du eine Gefängnis-Freikarte? Spaß ein Fünfer. Micky, du sparst fünf Steine sparst du. Ja. Okay. Sollst du mal rüberschieben, das Angebot, oder nicht? Ja, schick mal rüber. Ach, scheiß drauf, ja. Schick mal rüber. Schick rüber. Schick rüber. Einfach. Nee. Was machst du? Komm. Schick rüber. Wenn es 50 kostet und wieder ein paar Stunden, um mich zu... Ist da irgendwas? Oh, nein. Mal gucken, was da kommt. Das gibt Kranken. Das könnte krachen. Bahnhof, ist das Bahnhof? Das doppelte, ja. Das doppelte. Ja, 50 Zahlen. Oh, 50. Ich krieg sowieso das Geld. Wenn du einen hast, oh Gott sei Dank, hast du einen. Würfel doch mal. Ja. Die Panik. Und los. Das Ding ist durch. Nee, ist Ereignis. Ist das lustig, Digga. Ach du Scheiße, Ereignis, komm. Irgendwas mit Schulden, bitte. Was? Noch einen aus.
Schieß mal rein. Okay, ja gut. Oh, okay, der ist okay, ja, okay, aber wieder weg, glaube ich, oder? 50. Okay, 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 okay. Okay, das war sehr gut. Das war, du das bist aber wieder okay, sehr nah an deinem, an deiner Lieblings Wohngemeinschaft. Ey, wenn Danny doch mal auf das Feld von Basti kommt, dann kann ich direkt nächsten Danny Tom Scheiße. 3, 4, 5, eine 6, eine 8. Dann starte ich direkt nächsten Danny Tom. Eine 6, ach, ach du Scheiße. Der ist so nah. 6, 8 oder 9. Dann kracht. Zwei Nächte hast du schon gehabt? Komm. ich kann nicht mal eins holen. Perfekt, kostet 150. Perfekt. Hä? Warum kann ich keins? Achso, ich muss überall eins drauf machen, ne? Genau. Muss gleich verteilt sein. Ich hab immer eins erstmal vollgeballert. Nee, das ginge nicht. Ah. Nee, weiß ich nicht. Doch, mach's. Tu's. Nee, scheiß drauf. Also, wer will meine Gefängniskarte haben? 45 kostet die. Jetzt die Schlossallee. Die Schlossallee. Ja. Das ist auch noch. Oli, hör, Chat abfuckt. 7, 1 und 6? Nee. Oh. Oh, das ist nur leider die Steuer. Nee. Nee, Ereignis, never mind. Nee, nee, nee. Cash. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Was? Die Karte rückgebaut ist eine Chance. Ich hab die da vorgekauft. Oh, 400. Okay, bringt aber nichts. Kein Geld. Kann nichts bauen, okay. Aber er hat ist jetzt wird gerade. Ah, kommt mein Freund Mickey ins Spiel. Ja, erzähl mal, erzähl mal. Du weißt, was du willst, mein Freund. Okay, okay. Oh, es wird interessant hier noch, die Runde. Gib mir einen Geldbetrag, mein Freund. Ja, ich muss ja selber Hotels bauen, ne? Denk dran. Wenn ich mein. Ja, Micky, aber ich kann dir da. Ja, sag mal was. Ich kann halt auch Bahnhof dir geben. Ich kann diesen Bahnhof. 690. Achso, ja. Dann gib mir. Bahnhof. Ja, Bahnhof, grüne Karte, kannst du auch verkaufen, weiterkaufen. Grün brauch ich nicht, ich brauch Geld. Ja, aber nimm den Bahnhof dann auch. Ja, weil ich muss ja auch die Hotels bauen. Mit meinem Bro Eli. Nee, also ich. Bahnhof. Den Bahnhof ja, du wirst. Sydney, das wird nicht. Ja, ich weiß nicht, kaufst du mir ab. Dann gib mir mal vorher schon einen Preis. Also, ja, ich sehe auch, was du gerade geboten hast. Also komm, mach. Warte, wie meinst du das? Ja, viel so, weniger. Rein. Was Bahnhof. Weniger? Und wie viel Geld? Nee, also ich bin nicht mehr so auf den Bahnhof angewiesen, Jungs. Ne? Sag mal. Das ist nur so ein nice. Achso, okay, dann brauche ich den Bahnhof doch nicht, mein Freund. Also den Bahnhof kriegst du von mir für den Preis, den er halt kostet. 200. Nee. Max. Nee. Denk so, jetzt auf jeden Fall dran, dass wenn du Geld reinpackst, dass du Enter drückst. Okay. Dann möchte ich 400 Kröten haben, weil ich will insgesamt 600 Euro, 600 Dollar Moneten. Damit dein Spiel endlich losgeht, Micky. Plus aber Bahnhof, Micky, lass dich nicht abziehen, Micky, jetzt nicht so abziehen. Warte mal, oh mein Gott. Also ganz kurz, ja? Nur 200. Hat du, nicht auch, Micky. Du bist auch gleich pleite. Du bist gleich pleite. Du kannst anfangen zu bauen, sonst dein Spiel nutzlos. Ich kann nicht bauen, weil du das ganze Geld nimmst. Doch, du kannst sonst nichts machen. Du musst was machen. Sid auch nicht, Sid auch nicht. Sid muss. Bei Sid krass und pfeift. Bei dir krass und pfeift. Okay, runter vom Geld. Runter vom Geld. Eli bietet mir nur 200. Ja und? Aber die kriegst du nicht. Ihr müsst auf Zeit achten. Ich biete 375 mein mindestes Angebot. Also sonst bringt es mir auch nichts. Live auf Twitch. Damit du bauen kannst, 575 Gesamtwert ist. Mhm. Und da gehst du pleite und kannst gar nichts mehr machen. Du kannst gar nichts machen. Das geht auch nicht raus. Aus. Bahnhof raus, dann aber mehr Geld. Bahnhof Eli raus. Eli bietet mir nur 200. Ich hab Dings, oder? Hab ich abgesendet? Ja, wieso kommst nein. Du? Sende ab. Wow. Bahnhof jetzt Enter, raus. Du musst Enter. Also, nee. Ich drück Enter. 370. Boah, und Bahnhof? Es ist jetzt mal abgegeben. Also das ist ja, ich kann es nicht aussehen. Du musst abgeben mit Leertaste, glaube ich. Boah, Junge, ich habe gedacht, das crasht gerade, ne? Oh ja. Boah, wir müssen echt aufpassen. Wenn wir zu lange verhandeln, dann kommt der Timer. Wenn der runterläuft, dann ist die Person einfach gekickt. Oder die ganze Lobby crasht. Nee, finde ich gut. Okay. Michael will doch nicht weiterspielen. Er will nicht ins Spiel reinkommen. Du bist gleich aus dem Spiel raus. Da hat sich die Sache. Ja, das stimmt. Du hast 64 Dollar. Ja, aber ich krieg doch ganz schnell wieder Geld. Ich krieg gleich wieder los. Dann kommt jemand gleich auf meine Karten da. Ich bin gespannt. Dritter Wurf? Ich bin an der Digga, Oberhand. Ich bin wieso würfelt der immer so viele Pass? Der can save cheats. Nein. Glaub ich auch. Micky, dann lass den Bahnhof meinetwegen weg, weil Eli macht da sowieso Stress. Okay. Ja, aber dann halt mehr Geld. 200 Euro mehr, 200 Dollar. Digga, guck mal, das war abgelehnt. Jungs, wer auf dieses Hotel kommt,
Welche willst du den Bahnhof haben? Ja, schon. Ja, dann komm. Wie viel? Mach ein Angebot. Ach, Micky, dieses Angebot, ne? Ich kann das mit dir langsam nicht mehr. Ich guck mir erstmal an, was ich hier würfe. Gott. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aber Sidney macht Wucherpreise, ist der Wirt. Brauchst du 10, Eli. 500, dass du eine Straße feierst, ist viel zu wenig. Also, real talk. Ich brauch ein Pasch, bitte. Nur weil ich gerade kein Geld habe, aber warte mal unten ab, da hab ich wieder Geld und dann will ich wieder 1000 haben oder so. 5, gönn. 5? Ach du Scheiße. Es ist. Nein. Ah, eine 6, Digga. 2, 4, 5. Und es ist eine 6. Das ist geistkrank. Ja. Ich hab so ein Pech in der Monopoly, so ein Bastardspiel. Das ist mein Bahnhof, Eli. Ah, bei Sid kracht man auch. Das ist ein Zeichen. Es sind immer noch 3 Straßen offen, ne? Ah, eine. Das ist ein Zeichen, Eli. Orange, blau und gelb. Also die Zeiten haben sich geändert. Sidney, was hast du gesagt? Wie viel willst du für deinen haben? Für den Bahnhof? Du wolltest mir 200 geben. Ja, was willst du denn haben dafür? Ich weiß nicht, ich habe ja noch keinen Bahnhof. Wenn du einen hättest, sagen, du kannst ihn ja von Micky abkaufen dann demnächst. Keine Ahnung, ich habe den ja noch nicht. Den kannst du noch keinen Auskunft geben. Stimmt, glaube ich nicht, sorry. Ich will insgesamt $600 haben von Micky. 600? Von Micky, ja. Dafür, dass er eine Straße feuert, das ist ein ganz normaler Deal. Also, er muss halt Geld geben plus Bahnhof, sodass ich ungefähr 600 habe. Nicht von dir 600. Das wurde ja schon wieder weniger, Micky. Ja, Micky, also dann dich. Wirklich. Ich hoffe so krass, du kommst jetzt auf das Feld und dann musst du alle eine Hypothek aufnehmen oder hast du dich verpokert? Dann no, nicht, Bro. Eine grüne ist noch offen, stimmt. Na ja. Soll ich bezahlen und dem Schicksal ins Auge sehen? Was denn? Wer hat dein Geld los? Bitte würfel eine 1, eine 3 oder eine 4. Hättest du mit mir handeln können? Digga, ich bin wirklich raus. Aua, aua, und das Schluss aus mit dem Hund. Oh, und das ist Karma. Das ist Karma. Das ist Karma. Du fette und jetzt nimm mal eine Hypothek auf, du fette Fettsau. Ich hab's dir gesagt. Du hättest keine Hypothek. Das ist Karma, Bro. Musst du nicht machen, musst du nicht machen. Digga, 375 habe ich dir am Ende noch geboten gehabt. Ganz am Anfang und am Ende noch. Wieso nicht drin bleibst? Da stand Würfeln und Dings, ich konnte nicht. Ja, das ist ja, also wenn er einen Pasch würfelt, dann muss er halt raus. Du musst okay, Micky, ganz kurz. Geh mit mir in die Verhandlung rein. Ich sag dir jetzt so, wie es ist. Ich biete dir, wie viel brauchst du? Ich biete dir 150 knapp. 160, dann musst du nicht im Bankrott. Für den Bahnhof. Nee, dann mach ich Hypothek. Okay, 200. Das Hypothek mach ich, wie geht das? Geh aufs Spielbrett und Leertaste. Oder so, ja. Dann jetzt Steuerung. Wie kann man so stur sein? So? Hypothek kostet doch 160, Bro. Also, dann, er kriegt also, es, ja. Ja, du kriegst es, aber du gibst dafür was ab. Jetzt kannst was du ich denn ab? Kannst absaften. Ist das krass. Und bezahlen den Bums. Oh, so, wird bezahlt. Kreis sehr beliebt, die neue Straße. Schaden. Selbst Zug beenden. So, nochmal auf dem Mietfeld raufkommen oder so. Na, wie sieht's aus? Okay, bitte alles festhalten, alles anspannen, das Auto fährt. Alles anspannen, Freunde. Mach doch den Fall. Und dann kannst du in welchen Gang geht er? Alles anspannen. Komm, ab in den sechsten Gang. Egal, worauf du raufkommst. Ne? Und alles anspannen. Nein, 6 Groschen, Digga. 6, 8, 9. 6, 8, 9. 6, 8, 9. 6, 8, 9 ist ein Kreis X. Mann, Digga, was ist denn Ego? 6, 8, 9 ist ein Kreis X. 6, 8, 9 ist ein Kreis X. Na los, na los. Lass mich doch nicht los. Oh mein Gott. Eine 7! Digga, geisteskrank. Ist der nochmal gekippt von der 8? Aber ja, er hat's gestört, also. Ja, Hypothek freikaufen, den mach ich nicht, ja, oder? Obwohl. Ja, da wird wirklich gezittert. Da wird richtig gezittert. Ach, ich brauche eine 10 oder so. Keine 12. 12 ist ein Bruch. Auf geht's. Okay. Oh Mann, ich krieg kein Geld! Und ich hab gleich ein Problem in der nächsten Runde. Was sieht erst an den Werken? Was sieht? Richtig. Aktuell nicht, da sind ja auch Hypos drauf. Ja, aber so, minimal. Wenn du da gleich aufs Feld kommst, ist Schicht im Schacht. Nee, aktuell nicht. Ja, willst du mir 6 Groschen geben? Und einen Bahnhof. Ich kann auch keine Hotels bekommen, wenn du. 3, Alter, das war sogar knapp, ne? Ja, das bin ich. Achso. Ich darf hier umsonst.
jeder da in diesen scheiß Hotels bleibt, Alter. Mal gucken, ob die gelbe mal weggeht, eine 4. Auch jetzt so dreck. Ach, ich hab verkackt, ne? Wie soll ich da raufkommen? Boah, ich will in den Knast. Obwohl, ne, ich will nicht in den Knast. Dann bin ich wieder vor, was ins Feld, ne? Ja, dann bist du wieder davor. Eins, zwei, eine 4. Boah, bitte eine 4. Ja, eine 4 wäre stark, das wäre ein Comeback-Engel. 4. 4 wäre Comeback-Engel. Ich bin 4. No! Oh mein Gott. Ich komme sogar auf irgendeine Scheiße wieder rauf. Nee, nee, ich habe eine Hypo drauf. Achso. Ah, ist das krass. Ja, Michi. Oh. Also, wie sieht's aus mit uns beiden? Bahnhof? Oh, ja. Oh, und es wird gewürfelt. Komm mal wieder rauf, du Fettvieh. Oh. 6. Du Fettvieh. Oh, ein Pasch. Hat irgendjemand. Ah, nee. Doch, das hat jemand. Ein Pasch. Hat Basti. Was denn? Ein Pasch nochmal. Oh Gott. Digga, wenn der. Also, eine 2. Eine 3 mal, eine 3. Ja, oh, das ist ja geil, Digga. Oh. Ja, jetzt war's das. Ja. Bei mir kommt wieder keiner rauf. Bei mir kommt wieder keiner rauf. Das ist da jetzt sogar. Und jetzt ist der Over wegen dir. Oh. Ich hab doch nichts. Oh, doch, das Wasser. Ach, oh mein. Drauf. Das hätte gereicht für ganz viel Stress. Digga, der Mann hat machst. Sehr viel Stress mit 6. Mit 6. Wie sieht's denn aus mit einem Einserpasch? Einserpasch, Danny, komm. Ich bin schon wieder dran. Ja, du bist dran. Ich würfel. Oh mein Gott. Gut. Ich wollte gar nicht würfeln, ich wollte erst mal was bauen. Aber ja, wie war das? Nimmst du mal heute das günstigere Paket. Ja, komm, hab ich locker die Mark. Scheiß ich drauf. Piss ich. Ich danke dir. 22. Auf der Bank. Digga, guckt uns an, wie hier alle rumkräuschern. Sydney mit 64, Danny mit 23, Mickey mit 6. Aber Danny hat nicht. Also, was Jungs, wir müssen jetzt langsam. Mickey. Ja. Also, du. Das sind nicht mal 2 Subs, die du hier zahlen kannst. Nicht mal 2 Gift-Subs. Na, das ist korrekt. Gib dir eine reichende Hand. Du kannst dich damit über Wasser. Ja, ist gut. Dann mach mich wieder liquide. Wir müssen aber miteinander reden. Also, langsam wird's quatschig. Du brauchst Geld, sonst bist du gleich raus. Und ich möchte nicht, dass du. Was hättest du von? Ja, kannst du machen. Ich möchte nicht, dass du raus bist. Ja, dann machen wir ein Angebot. Ja, ich mach. Also, dann. Das letzte Gute war 3,75. Oh mein Gott. Die nehmen es jetzt an, Jungs. Also, jetzt müssen wir langsam. Dank, Basti. Projekt. Gerne. Zu schätzen. Hätte ich nicht vergessen. Was hast denn du gerade gemacht, Basti? So. Er hat mir die Gefängnisfreikarte gegeben. Ich habe ihm 40 gegeben aufs Mitleid. Was habe ich gemacht? Achso, nichts. Digga. Es hätte auch so anders laufen können. 7, 9 und 10. 7, 9 und 10 und dann schön absaften. 7 ist die häufigste Nummer, die man würfeln kann. Ja, mit 2 Würfeln, das ist korrekt. Wo ist mein Dings? 7, 9, 10 und dann absaften. Alter. Würfeln. Würfeln keine 7. 7, 9, 10, absaften. Die nicht. Eine 5. Ich sehe nichts. Oh, ja! Fisch! Oh mein Gott, er ist im Knast. Oh, das ist so gut für ihn, oder? Oh, ja. Das ist so gut für ihn. Nee, er müsste in den Knast, aber zu Besuch, da ist er gefährlich nah an Pink. Ach so, Besuch, ja. Hm? Aber 3 und 4 nächste Runde ist auch Feierabend. Das so, würde reinhauen. Komm. Pass die Kamera auf, bitte. Ja, ist so. Oder? Nee. Freiparken. Ja, so lächerlich, ne? Wirklich so fucking anlachen. Ich hab die Füße oben, Jungs. Ich hab die Füße oben auf meinem Schiffchen. Was kann mich. Welche zahlen? 9. Ohne Häuser ist so teuer? 9 und 11. 9 und 11, er hat Hotels. Achso, Hotels. Oh, nee, meine Domstraße. Aber 250 ist es, ne? Ja, 250, das. Mann, Digga, dass ich da. Aber ich krieg 200. Ich krieg ein Game. Kohle. Aber das schmeckt halt, ja, wie uns gemacht. Okay. Kann halt unten wieder bauen. Aber man kann das Kapital auch hochmachen, auch 2,5. Das ist natürlich mal interessanter, ne? Ist okay. Also. Ja, das wäre geil. Weil wir sind echt schon Mickey? Richtig, Bro. Ja. Mal wieder. Geht los. Hör mir zu. Du kriegst 100. Hast du die Werke vielleicht? Du kriegst 100 Typen. Nee, gerade kein Bedarf. Ja? Und weil ich ein Mensch bin, mit einem guten Gewissen, ja? Werde ich dir jetzt über das Ding, 6 du hast 6, du musst nur auf irgendwas kommen und dann hast du verkackt. Du kannst nicht mal deine blaue, Digga, du kannst dir nicht mal deine blaue Straße kaufen, so. Und weil ich dir aber, weil ich wirklich ein Mann bin, der dich mag, ja, gebe ich dir jetzt 175 dafür. Oh, ja. Okay, das Zuschlag, besser wird's. Ja. Noch besser. Das ist wirklich gut. Ja, dann sag doch was, dann rede doch mal mit Geschäft. Ja, das beste Angebot war 3,75. Soll ich sagen? Also weiter runter. Ich soll dir 375 geben.
400. Scheiß auf dich. Okay, weißt du was? Eli, probier's mal mit 120, vielleicht geht das ja. Also, du wirst rausfliegen und du wirst ersticken an deiner Gier. Eli, willst du vielleicht meine hellblaue haben? Dann hast du was gegen Micky in der Hand. Ja, oh, Mann, Micky ist raus. Micky ist raus. Micky ist raus. Ja, aber mit hellblau ist er halt wieder. Wieder, oh, das wird jetzt, das wird ganz interessant, weil jetzt geht's in die Auktion, Jungs, weil Micky hat kein Geld, um sich die zu kaufen. Oh nein. Ja, weil er ein Muggi ist. Aber er hätte es gehabt, eventuell, wenn er nicht vorhin so gierig wäre. Ja, so. So, ihr seht jetzt unten, seht ihr die jeweiligen Tasten, mit denen ihr halt bieten könnt, aber ja. Aber grün, bringt grün was? Ja, Eli, wenn Basti darf es nicht bekommen. Ja, ja, geht mal hoch da, da geht es hoch, alt. Ah, raus, kein Geld mehr. Eli, pick ihn einfach hin. Ich mach da überhaupt nichts, Digga. Doch. Ja, aber grün. Du musst jetzt zurückziehen, weil du nicht weiter machen kannst. Was soll ich jetzt machen? Also, Solution muss Backspace Eli, zurück, zurückziehen. Eli, hoch, 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 hoch. Wie viel ist das gerade? 200. Wie viel soll man denn dafür zahlen? Ich, also normalerweise, Originalpreis wäre 300, also das ist schon jetzt. Ich bring dir ja gar nichts eigentlich, oder? Geh den schön hoch, dein Bums. Für einen schmalen Taler. Basti braucht die, Eli. Eli, ich wünsche dir ganz viel Spaß damit. Okay. Oh. Ach du Scheiße. So, Micky, wir müssen Geschäfte machen, ob du willst oder nicht. Micky, wir müssen Geschäfte machen, ob du willst oder nicht. Gut, ja, ist gut. Dann los. Rein im Bahnhof. Mach dein Ding. So, in den Stinkstiefel rein. Willst du grün haben? Und deinen Bahnhof, ja. Okay, 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 okay. Lass dir nicht, okay. Also, kreist du nix. Dann mach doch mal ein Angebot. Dann zeig doch mal her. Warte, so. Grün. Du hast deinen Bahnhof. Ja. Eli, bei grün bedenken, du musst Hypotheken zahlen, wenn du die bekommst, ne? Wie viel? Also, die Hälfte. Das kostet 360, glaube ich. Also 180 musst du zahlen. Damit ich grün habe? Das heißt, du kannst gleich abziehen von dem, was du zahlen willst. Ach, bist du pleite? Ja, du kannst Micky, mach mal ganz schnell den linken Finger nach. Also, das ist 200 zu zahlen. Oh, ganz schnell aufs Gaspedal. Also, so sind es jetzt 680 eigentlich, ne? Wegen Strafe. Also, sagst du, das ist der Deal? Einen großen Schein. Sagst du, das ist einen großen Schein hast du beide. Scheiße, ist das geisteskrank. Kannst du nicht mehr bezahlen, musst du wieder eine Hypothek aufnehmen, Eli, oder? Also ich spuck. Ich das spuck ist der Deal. Ich spuck dich an. Schluck Schnecken, du wirklich, ist das geisteskrank. Du wirst rausfliegen. Hau da mir deine 500 rein. Mit Hypothek sogar. Oh, was hab ich hier? Ja. Danke. Das ist ein Auto! Mit seinen 6 Gründen. Wirklich, das Auto tankt auch nur noch Wasser, glaube ich. Ist das geisteskrank. Macht's wieder? Nee. Oh, alles. Oh, wie schön. Das ist sein eigenes. Ey, ich glaube, wenn du meine hellblaue hast, kannst du gegen Micky tauschen, gegen die beiden, ne? Mann, Sidney, ich will nicht mit Micky verhandeln. Es macht keinen Sinn. Das ist eine Runde, du Idiot. Nächste Runde. Wir geben der Sache noch einen Try. Komm. Wir geben der Sache noch einen Try. Ich finde, wir geben der Sache noch einen Try. Mal dieses Mal ist es Micky. Ich kann nur mit denen verhandeln. Keine 4! Oh. Ja, ist gut. Oh, so ist alles gut. Gut. Eine 9 sogar. Ich kann immer nie mit denen verhandeln. Oh, er kommt sogar so weit, dass nicht mal mehr raufkommt. Wahrscheinlich. Dass die Münchner Straße noch offen ist. Nimm meine Groschen. So, was mach ich denn jetzt erstmal? Mal ein bisschen was zurückgeben. Ja, es ist so lächerlich, dass ich das Spiel so. Bitte. Ja, ich muss doch auch gucken, wo ich bleib. Zack. So ein Dreckspiel. Na, auf die Hypothek. Was wäre mein Geld? Was wäre mein Geld? Eli, ich bin offen für ein Angebot. Ich bin offen. Komm rauf da. Hauptbahnhof, Grüne, ich bin offen. Eli, ich glaube, du könntest meine Hellblau abkaufen für den Preis. Und dann tauschst du mit Micky gegen die beiden Karten. Bahnhof und Grün. Und man da kann mit Micky nicht verhandeln. Doch, ich glaube, er macht das. Ah, das ist meine. Man kann mit ihm nicht verhandeln. Gib mir meine 6 Planeten. Ach guck mal, Micky wäre ja zum Beispiel pleite. Ich wäre jetzt offen. Nee. Micky. Ich wäre offen. Ich wäre offen für den Handel. Für ein faires Angebot. Basti, hast du noch einen Bahnhof, ja, ne? Ich habe einen Bahnhof, ja. Wie sieht's aus mit uns? Ich habe keinen Bock mehr auf Micky. Er soll verlieren. Du willst den Bahnhof haben, oder was? Ja, ich würde ihn gerne haben.
Du siehst ja aber, Geld ist jetzt nicht so eine Sache, die... Da drückt bei mir nicht der Schuh. Also bei mir drückt der Schuh, Eli. Ich wäre offen. Ich wäre offen für ein Angebot. Es wäre irgendwie voll cool, wenn man die Kontostände verbergen könnte vor den anderen. Obwohl, nee, wegen Streams. Ich kann es auch mitrechnen. Oder? Ah, Digga. Ich wäre, was das angeht, wäre ich offen für ein Angebot, Eli. Hast du grün? Wie viel, du brauchst grün nicht. Wie viel würdest du mir für grün geben? Leider auch nicht so viel. Leider nicht so viel. Ich würde meinetwegen deine Bahn, ich würde dir Geld geben für die Bahnhöfe, wenn wir so machen wollen. Ach, die Bahnhöfe. Du brauchst ja Geld, wenn du Geld bekommen solltest und dann willst du bauen. Maybe. Okay, Micky. Nee, da hast du gar nichts mehr. Ja, ich bin offen, ich bin offen. Grün, Bahnhof, komm. Also, Bahnhof. Ja. Und grün? Ja. Ja. Okay, ja. Guck mal, 520 wert. Zack. Ja. Da musst du rüber gehen da. Mal schauen, ne? Boah. Oh, er wird langsam. Geht das Gerät nicht? Was? Das war's jetzt? Da ist noch 180 Hypothek drauf. Ja. Damit kann Micky überleben. Mhm. Ja, stimmt. 300, ja. Enter. Ich geb dir noch was. Ich geb dir auch noch was, was ich eventuell... Ja. Oh. Oh, nur für den Bahnhof. Oh, das war fair. Oh. Das ist besser wert, Micky. Was? Oh, ah, okay. Geht runter. Nein. Er hat schon 300. Das wird mehr. Wie mache ich denn diese 300 weg? Ich glaube, wenn du jetzt mal bestätigst, dann aktualisiert sich das, glaube ich. Oder? Einfach bestätigen. Oh, da steht hinzufügen. Bestätigen. Achso. Ja, jetzt ist. Weißt du, was ich Mann gut ist? Ich mach's sogar so hier. Glatt, dann haben wir 200, 200 und du kannst überleben. Du weißt, dass du 100 bekommen würdest für Hypothek und dann nimmt es dir niemand mehr ab. Also ich will nicht so viel reden. Mach das Ding. Ja, hätte ich das natürlich wieder raus. Mit dem Dollar, Micky, bist du dir sicher? 201 gegen 200. Oh. Das wär wolltest du wirklich einen Dollar jetzt abluchsen? Ja, das ist echt ganz den Dollar nächste Runde von mir wieder. Wieso? Das ist ein Sechstel von seinem ganzen Vermögen. Du sagst 200 und luchst mir 1 Dollar mehr ab. Das steht im Kleingedruckten, Micky. Abgelehnt. Das stand im Kleingedruckten. Lass ich mir das nicht aus der Tasche luchsen. Ich werde auf Micky verhandeln. Er ist nicht offen. Ich werde auf dich scheißen. Ich werde zusehen, wie du rausfliegst. Real Talk. Ich mache keine Angebote. Ich mache keine Angebote mehr. Wenn ein Dollar abluchsen will, da werde ich stur. Ich werde zugucken. Da bin ich nicht offen für Verhandlungen. Der Deal ist nichtig. Nichtig ist der Deal. Man sagt zwei und es steht 201. Ich werde zugucken, wie du. Es ist nur eine Frage der Zeit. Das ist der Dodge. Wie du auf irgendein Feld kommst, wo du mehr als 7 zahlen musst. 4. Ich glaube, das ist jetzt sogar auch. Ist bei Bahnhof zum Beispiel. So, Jungs. Und das ist es halt. Das ist mein Bahnhof aber. 25 Schulden. So, was machst du jetzt, Bro? Hypothek. Oh, Hypothek für einen 100er, hä? Für den Bahnhof, wo du gerade 200 bekommen hättest. Ich kaufe dir den Bahnhof auch ab, ne? Wenn du möchtest, für 150. Nee, oder? Bevor du jetzt eine Hypothek für 100 machst. Also so als Angebot. Macht der jetzt nicht, Eli, oder? Okay, lass los, Fettvieh. Was sieht 201 ist der Preis? 150, ansonsten nehme ich das Geld. 201. Bitte Basti, lass ihn ausbluten. Bitte lass ihn nicht mal. Ein Dollar weniger. 201 und ist deiner. Dann bitte lass ihn los. Dann kommen wir in kein bitte Geschäft. Gut, ja, dann lass ihn los. Dann gibt's Guter Deal, Bro. Ist das krass, Chat. Also, das ist krass. Dein Zug noch ein Vieh. Digga, also. Und das Lustige ist, er hat 81, er muss gleich seine Straßen verkaufen. Ach, ich glaube, Micky ist gleich raus, Jungs. Und dann bekommt Basti, weil Basti kann offene, er wird alles gewinnen. Boah, ich bin kurz vor los. Es geht hier in eine gute Richtung. Los ist wieder Lohn. Das ist wirklich krass. Jetzt ein Knast, jetzt ein Knast. Oh, okay. Das wird's nicht. Das wird interessant jetzt. Der wird sich nochmal einen Ring gekauft. Ja, der Ring ist brechend. Oh. Und jetzt muss er seine Straße. Ach so, oh nee. Ein Haus verkaufen. Ach, Jungs. Mhm. Jungs. Da muss er einer Familie das Haus wegbrechen, damit er sich ein bisschen Schmuck kaufen kann. Ah, die pisse ich aber. Jetzt nicht, was hier drauf wird. Sonst kracht's. Elbsorte, die beugehaft. Eine 3. Bitte nicht. Ja, natürlich, Digga. Bin ich da? Oh, nein. Oh, er kriegt aber 200. Oh, 200. Ereigniskarte. Oh. Bleib wieder zurück. Jetzt kommt noch die, dann noch die Gesundheit. Und jetzt noch mal, Daddy. Jetzt kommt. Neues. Oh. Es ist over.
Die Ecke gefällt dir aber auch besonders gut, oder? Ich möchte noch mal eine Unterkunft in der Seestraße, bitte. Eine Nacht, ja. Im 5-Sterne-Hotel, genau. Ja. Ah, ne, als ich. Oh, wer ist denn das? Naja. Seestraße kommt das. Ja, mach mal zu, die Dinger. Verkauf mal wieder die Dinger. Aber, Mr. Qatar Classic mit den Stadien. So. Kurz gehabt damit. Eli? Ja? Ja. Ich bete hier alle drei Roten an für 500. 500. Für 530, ohne Hypothek, ohne alles. Alle drei, ja. Roten, 530. Weißt du was? Machen wir. Mach fertig. Mach ich fertig. Mach ich dir fertig ein schönes Angebot? Ja. Wir machen schon immer gute Geschäftspartner. Wir haben hier einen kleinen Durchverkauf in Elmshorn. Achso, wegen den Häusern, ne? Wenn die bebaut sind, kannst du die nicht so verkaufen. Du müsstest erstmal die Häuser abreißen. Sonderschlussverkauf. Erstmal niederreißen, die Scheiße. Ich lebe noch. Aber ob Eli jetzt noch denselben Betrag zahlt? Ich lebe noch. Ja, jetzt wird es ein bisschen günstiger, Danny. Aber ich bin bereit, dich am Leben zu lassen. Jetzt wird es ein bisschen günstiger, weil ich muss das halt bauen, ne? Eli, was hast du gesagt? 500. Mit Häusern drauf. Also ich würde sie für 600 abkaufen. Nein, dann hat er gewonnen, Danny. Dann hat er gewonnen. Real Talk. Alles sauber. Gib's mir Elms Horn im Schlussverkauf. Sykrü ist schon auf dem Weg. Mann, meine Cam, Digga. 2-0 Berlin. Die Inkassobriefe plattern rein. Ich lass doch nicht los. Eli, 500 besser wird's nicht mehr als Angebot. So, Eli. Oh, schöner Schein. Ach, warte. So, das ist es, Eli. Ich mal Geld, Digga. Schenk sie ihm, ich lebe noch, Chat. Ey, lass doch nicht los, ihr Schweine. Das ist geschenkt, Daniel. Ey, annehm da den Bums. Danach hast du nur noch deine scheiß Werke. Oh, Eli, nimm an, bitte. Ja, warte, ich hab weiß nicht. Stress. Kannst du kurz auf links klicken, nur akzeptieren. Und nicht raustappen. Warte mal, bei mir Stress, bei mir Kraft. Wie viel hast du mir hier geboten? 500 für alle drei. Besser wird's nicht, Eli. Sag ich dir ehrlich. Sonst freue ich mich an Basti für 500. Gut. Glückwunsch, Eli. Zwar eine super MBA. Wir profitieren alle davon. Danke dir. Ich habe aber halt gar kein Geld mehr, ne? Ja, Basti mit 3K. Ja, ist eh okay. Wegen einer scheiß Straße, Alter. Mein Wasserwerk ist wieder da. Ich bin jetzt für die falsche Straße entschieden. Digga, da kommt das Wasserwerk. Warte mal, wo bin ich? Orange. Okay. Ah, okay. Ja, alles gut. Oh, lächerlich, Digga. Ab. Ey, bleib, es geht. Oh, komm, Platz. Glückwunsch, Eddie. 14 oder so, 16, 18. Na klar, ein Zug später kommt er rauf. Natürlich. Nein, zurück. Möchtest du wirklich bankrott erklären? Nein. Sehr gut. Aber wirklich. Basti, wie sieht es so aus bei Grün aus? Hast du Bock auf Grün? Mit 12 nicht? Momentan ehrlich nicht. Ich hab da meine aber Projekte schon laufen. Ah, warum nicht? Mickey kriegst du eh bald auch. Cool. Doch. Ja, cool. Okay. Ja, ich würde, momentan bin ich eher an Orange interessiert. Das wäre für mich interessanter. Aber guck mal, Grün, Mickey ist fast am Ende. Also er wird die Grün, er wird ja, dir Grün verkaufen. Ich habe dafür ja noch nicht so eine Garantie. Erstmal musst du ja gucken, wo du jetzt landest. Ja, warte mal. Was kann man hier knallen? Eddie mit einem ganz dicken Problem. 1, 2, 3, 3, 5, 6. 3, 5, 6. Also 3, 5, 6, das, come on. 3, 5, 6, bitte mach mich weg und dann habe ich so lange keinen Stress mehr. Oh. Das ist jetzt doof. Wer will rot? Also ich würde dir... 300 lachige. Ich würde dir rot abkaufen, wenn du möchtest. Aber mehr, kein anderer könnte es dir... Ich habe zwei Bahnhöfe. Ja, es kann dir keiner Geld außer mir geben. Ja, also ich will es ungern sagen. Aber das Ding ist durch, Basti hat gewonnen. Eli, ich hab 300 Moneten. Wir sind im Bahnhof? Noch nicht mal, wenn wir uns alle vier jetzt gegen Basti zusammentun. Das Ding ist durch. Hey, Digga, diese Felder haben uns komplett... Aber Danny hat uns mit dem Tausch.
Danny hat uns gefickt. Ja, Basti hat auch gelogen, Digga. Rot ist das Beste, Digga. Ja, ja, Rot ist geisteskrank. Rot ist geisteskrank, wirklich. Und ich wurde so gefickt, ne? Alter, das ist ein guter Deal. Basti wird die Welt machen dadurch. Nur ein Bahnhof? Ein Bahnhof nur? Ich würde doch am liebsten beide haben. Beide? Ja. Du darfst ja nicht vergessen, wenn ich den Tausch jetzt einfach ablehne, ich kann dich halt wirklich ausbluten lassen. Ne? Du kriegst nicht irgendwie anders Geld. Da müsstest du mir schon noch ein bisschen mehr geben. Ich bin da für dich. Da musst du mir eigentlich ein bisschen... Du hast Notgroschen. Notverdammt da. Also rein theoretisch könnte ich jetzt sogar noch verlangen, dass du mir alle drei Roten gibst. Aber ich will auch nicht so sein. Nee, Eli, das ist ein bisschen viel. Ein bisschen zu viel. Naja. Ist schon fast gestenkt eigentlich. So, Basti, weil wir schon viel erlebt haben, wie sieht's aus mit 705? Eli, das ergibt keinen Sinn. Wenn ich jetzt einfach den Trade ablehne, dann krieg ich alles von dir. Okay. Ja, dann schenkst du mir doch die Sachen. Eli, dann schenkst du einfach rot zurück. Er ist so frech zu dir. 680, schenk mir rot zurück. Basti. Letzte Ehre, schenk mir alles. 680. Basti. Warum schenkst du mir alles, Eli? Ja, komm. Ich mach's, damit's noch ein bisschen weitergeht. Komm. So. Egal, diese scheiß Pinken, Alter. So. Also einzig auch schon mal ist die Kohle einfach wieder zurück, ne? Ich mit meinem Lacher braun Hotels, Alter. Und Mickey, du landest voll. Okay, ich bin. Ich lande nicht drauf. Nein. Digga, zweites Mal. Gleich wieder zurück. Hey. Ja, natürlich. Sidney, willst du mir die hellblaue geben? Für 380. Was? 380. Wie 380? Du hast nur 380, das ist viel zu wenig. Achso, ja, gut. Ja, dann spielen wir einfach weiter und Basti gewinnt. Ja, hast recht. Ja. Freunde, wir spielen ja im Tabs. Wir dürfen auch nicht Sidney alles geben. Also wirklich. Einser Pasch. Nee. Ja, also wirklich. Du bist ein Riesenfan. Du bist ja Riesenfan. Nee. Der macht immer so einen Zwei-Tages-Trip. Danny, jetzt musst du loslassen. Ja, ja. Also. Meld an den Lachs. Warum bist du so lustig bei Danny? Danny bankrott angemeldet, Freunde. Danny sauber. Also wirklich, das ist ja absoluter Überjoke. Absoluter Überjoke. Na, ja, ist okay. Keine Sekunde. Sind deine Straßen jetzt eigentlich wieder frei oder was passiert? Nein. Ich hab die jetzt bekommen. Weil der Bankrott auf meinem Feld gegangen ist. Das Schiff wird auf mein Feld kommen. Du hast alle bekommen. Ich habe sein gesamtes Inventar bekommen, ja. Das ist bei Bankrott so. Wenn du der Bankrott-Verursacher bist, dann kriegst du alles. Aber er hatte jetzt auch nicht mal so viel. Er wird auf mein Feld kommen. Ich hab's gecallt. Digga, ich hatte... Basti hat fast auch alle Bahnhöfe. Nein, ich wusste es. Micky, brauchst du eine kleine Finanzspritze? Vielleicht für einen Bahnhof? Was würdest du denn dafür haben wollen? Ja. Ich brauch. Was willst du denn haben dafür? Aber bist du nicht viel lieber an meiner Grünen interessiert? Um deine Hotels hochzuziehen? Was willst du denn haben? Kombipaket, sag mal was. Tja. Also Hauptbahnhof und Grüne. Pack mal rein, was ist denn das wert? Pack mal rein da. Digga, ich wusste gar nicht, dass ich Geld bekomme, obwohl ich im Knast bin. Oh, da sind ja auch beide. Ich weiß nicht, ob ich die haben will. Ne? Da sind ja beide noch mit einer Hypothek drauf. Ja, das ist das Problem. Da müssen wir natürlich ein bisschen runtergehen. Mickey? Ja, okay, wir gehen ein bisschen runter. Also sagen wir mal, wenn wir bei 520 dort sind. 520, Quatsch, ja. Lass dich nicht betrügen, Mickey. Ja. Ich hätte an sowas hier gedacht. Bist halt wieder ein bisschen flüssig. Ja. Das ist Quatsch. Ich muss ja erstmal die Hypotheken auch wieder auflösen. Ja, die Hypotheken, was das angeht, sind natürlich 350, ne? Die würden natürlich schmecken. Dann könnte ich Sidney vielleicht die abkaufen. 350. Vielleicht, geht nicht wenig. 350, Grüne, Hauptbahnhof. Ja, ich kaum Scheiß drauf, Basti, du hast eh gewonnen. Ich mach's. Mach ich's! Du kriegst gar nichts! Ein Tausender! Will ich. Ein Tausender, nicht ein Pfennig weniger! Alles gut. Aber Sid, hat hier noch vielleicht einen Winning Angle? Eventuell mit Schlossstraße? Kann ich ein bisschen bauen? Mann, Digga, ich kann Eli, das ich bin offen für ein Angebot mit dem Hauptbahnhof.
Der Hauptbahnhof ist sauber, ich habe keine mehr. Ich bin offen für ein Angebot. Ich gebe dir den Hauptbahnhof für 200. Jetzt geht's wieder auf meine Felder. Jetzt geht's wieder auf meine Felder. Ne, es ist so, also wirklich. Keiner wird so gefickt wie ich hier. Komplett geisteskrank. Eli, ich verkaufe dir den Bahnhof für 200. Das war ganz andere Töne wieder. Eli, du musst 100 zahlen. Du musst 100 zahlen, mach's nicht. Ich will deinen Noppenbahnhof nicht. Oh, da kann's krachen! Das kracht am Zeit. Tja, Wasser. Warm Wasser. Ja. Warm Wasser ist teuer in Berlin. Hast du die von mir bekommen oder was? Ja, genau, weil du bankrott gegangen bist, habe ich alles bekommen von dir. Eli, ich bitte dir den Bahnhof an für 201. Weil ich habe gerade drauf geguckt, mein Bahnhof steht unter Denkmalschutz. Verstehst du das? Deswegen ist er ein bisschen teurer. Wenn du das machst, kriege ich alles von dir, was du hast. Ne? Also du kannst auch vorher noch versuchen zu verkaufen. Jetzt kann ich dir einen Spielbus anmelden. Ich weiß nicht, wo das geht. Achso, du musst dann Spielbrettübersicht? Eli, wie viel brauchst du? Und dann auf die Felder, wo du eine Hypothek drauf packen willst, da musst du dann Steuerung drücken. Ich kauf Rot für 400. Du kaufst Rot für 400? Ja, Digga, ich weiß, warum können die nicht mal chillen, Digga, mit der Zeit? Warum setzen die so einen unter Druck? Handel, alt. Handel. Ja, komm, und jetzt? Jetzt. Ja. Digga, die setzen einen so krass unter Druck. Ich geb dir Gelb, Sid, ne? Nee. Gelb bringt mir nichts. Gelb brauch ich nicht. Ich kann nichts. Ich brauche eine Straße. Anders geht's nicht. Gelb ist immer noch offen. Ja, ich brauch kein Gelb. Hast du, Eli, hast du, was das angeht, die Bahncard? Dann mach ich Hypo. Also die Bahncard 50, hast du die? Nochmal zurück und jetzt aufs Spielfeld. Wenn du die Bahncard 50 hast, würde ich nochmal ein Sonderangebot dann machen für den Bahnhof. Die Felder, die, wo du eine Hypothek drauf machen willst, da jetzt Steuerung drauf drücken. Ich danke dir. So, das reicht schon. Ja, es sind nur 70. So. So, Micky. Na, bin ich jetzt mal gespannt, was die Würfel sagen. Ja, okay. Oh Gott. Hier mal so. Du näherst dich dem Sturm. Ach, das ist ja hier eigentlich meine, aber Sydney ist, was das angeht. Na. 6. Damit wärst du voll raus. Ja, Handel. Basti, was willst du haben? Weißt du, ich hab dir 350 vorhin geboten, ne? Ja. Ja, du wolltest 1000. Das hat mich sehr verärgert. Ja. Deswegen würde ich jetzt aktuell nur 300 bieten. Okay, boah. 300. Micky, ich will deine Grüne haben. Für? Micky, dann könnte ich bauen. Das Ding ist, die hat leider Hypothek. Ja, aber ich will deine hellblaue, dann könnte ich bauen. Ein kleiner Comeback-Engel. Aber du musst mir Geld drauf geben. Ja, aber ich muss ja bauen. Mann, Sydney, gib mir die blaue, ich baue und dann schließe ich die Augen. Nein, gib mir noch darauf 200. Ich muss die Häuser bauen, Sydney. Ich muss zurückkommen ins Spiel, verstehst du? Der macht den Bahnhof raus. Der macht den Bahnhof raus und macht mir darauf 200. Ich brauch den Bahnhof nicht. Und der ist auch Hypothek. Oh mein Gott. Nee. Du verkaufst mir Schulden. Also, pass auf. Ich geb dir die Grüne und 75 Dollar. Grüne und 75? Ja. Nein, weil ich zahl viel mehr Miete. Ich zahl viel mehr Schulden. Ich will kein Geld von dir. Also ich mindestens an Zeit achten? Okay. Deswegen, du musst aber die Hypothek nicht auflösen, ne? Das, wenn du eine Hypothekstraße bekommst, bist du nicht dazu gezwungen, die Hypothek aufzulösen. Oh, bitte, eine 1, 3 oder 4. Okay, Mickey, grün und 100. Grün und 100 passt. Was? Grün und 100 passt. 3 oder eine 4. Aber jetzt bin ich ja nicht mehr dran. Jetzt kann ich ja keine Häuser bauen. Ja, ist nicht mein Problem. Ja, dann los. Okay. Komm, Abfahrt. Mach. Tu es. Nicht das? Ich bin das. Ja, du bist dran. Tu es. Ich muss würfeln, ne? Ja. Zahlen. Kannst ja mal einen Zweierpass würfeln. Ein paar Stollen. Ein Zweierpass. Wie geht das? Komm. So. Nee. Boah, aber das wäre ein Bruch, wenn. Warte mal, kann ich bauen? Oder erst wenn ich drauf bin? Du kannst aus dem Knast auch bauen, ja. Du kannst ganz normal spielen. Okay. Also, wenn du jetzt seine Hypothek-Dings bekommst, das kostet dann irgendwie so 6 oder so, musst du dann zahlen, um die Hypothek weiter am Leben zu halten oder so. So ist irgendwie so 10, ganz kleiner Betrag. Das wäre so wichtig, dass Basti da auf diese Schlossallee-Scheiße raufkommt. Ja. Ich meine, ich könnte mir mal so eine Nacht da auch in der Schlossallee aktuell leisten. Aber auch nur einmal. Na doch, ein paar Mal. Also. Ich hoffe, da wird ein Hotel drauf gebaut. Ja, Abfahrt, Sydney. Abfahrt. Was war jetzt? So, Grüne. Maroni, Abfahrt. Ja. Maroni. Ja. Maroni rein.
So. Ja, Chip, okay. Naja. Alter, wir haben das noch. So, jetzt müsstest du, jetzt könntest du 16, Alter, das ist halt ganz wenig. Hypothek auflösen. Dann geht das weg, aber wenn du Hypothek behalten, dann musst du jetzt einmal 16 zahlen. Digga, der erste Deal von Mickey und dann so ein Drecksdeal, ne? Ist das geisteskrank. Digga, ich verdrück mich immer, ich weiß nicht, wo ich hin muss. Wie? Betten. So. Okay. Ich muss küssen. Aua. Gebe ich gerne ab. Aha, aha. So. Bei Gelb komme ich nicht mehr rauf. Jetzt kannst du auch Sydney beenden für dich. Das wird eng. Ganz kurz mal, ich will erstmal ein Haus bauen. Wo geht das? Muss nach links navigieren. Alter, welches nimmt man hier? Vielleicht solltest du aber lieber vorher würfeln. Also. Ja. Eine 9 also und 11. Eine 3. 9 und 11. Eine 9 und 11? Ja. Nur die beiden? Nur die beiden. Nee, oder? Mann, Digga, wie viel Pech kann man denn haben? Da, wie viel? Das nicht, Digga. Oh nein, das bin ich! Digga, wie viel das Pech kann man denn haben? Ja. 9 und 11 und dann komme ich darauf. Oh Mann! 600. Das ist aber auch ein bisschen Karma für die 201 beim Hauptbahnhof. Das war. Das, Digga, also, das war nicht fair. Geskriptet. Wow. Das war nicht fair. Wie macht man das jetzt? 201, die fordern ihren Tribut. Ich kann dir das Geld für die. Ich kaufe dir die Roten ab und dann kannst du die bezahlen. Wie viel? Naja, ich glaube. Und er gewonnen, da hat er gewonnen. Er hat eh gewonnen, Mickey. Kannst du mal loslassen? Gibt es Sydney, gib es Sydney. Rot und 200 gebe ich dir, Eli. Hallo. Wie viel? Rot und 200. Mach's. Du gibst mir Rot, ich gebe dir 400. So, meine ich. Du hast aber nicht 400. Eli, warte. Von mir kommt auch ein Angebot. Achtung, Achtung, Achtung. Ja, was sag mal. Ich würde dir für all deine Karten 201 geben. 201 für alle. Eli, ich bin Geld, das ergibt gar keinen Sinn. Also ich würde, ja, ich würde dir 201 für alle, Eli. Ich würde dir 400 geben für die Roten. Ich komme wieder deine entgegen. Schulden zahlen. Die einzige Karte, die ich behalte, ist der Hauptbahnhof. Aber nee, was hier 500? Ich bin der Hauptbahnhof. Machen wir 500, passt. Nicht rot, Eli, nicht rot, nicht rot, Eli. Nicht, oder Eli? Ich muss krieg überlegen. Alle deine Karten und gib dir dafür den Hauptbahnhof. Einen. Ich geb dir zwei für eine rote 200 schon. Da hast du den Hauptbahnhof, den du wolltest. Aus Bankrott, naja, ich bin noch überlebt. Ich lebe, Chip. So, ich will überleben. Uns allen in die Suppe. So machst ich du will überleben. Klar. Ich will überleben. Hauptbahnhof, Eli, Hauptbahnhof. Ich will überleben. Gib dir mein ganzes Geld, Eli. Es geht nicht, Sidney, sonst das bringt mir nichts. Du beendest das Spiel gerade. Es ist eh over. Es ist ich eh mein, zu Ende. Nein, ich lebe doch. Die Verstaffel lieber. Sid kann doch gewinnen. Sidney bekommt ja danach das Geld. Sidney bekommt ja eh Geld. Aber ansonsten bist du dann jetzt raus, Eli. Du kannst ich jetzt. Ich hab uns verloren, Sidney. Was soll ich dir jetzt machen, zum Beispiel? Und ich kann keine Hypothek machen. Ich zahl dir für einen meinetwegen 200. Es soll ja noch den Bahnhof geben, hat er nicht. Für was soll ich jetzt machen? Mach mal Hypothek bei 2. Hypothek bei 2? Ja, bei 2 Karten Hypothek. Dann musst du aufs Spielfeld wieder gehen, wenn du Hypothek machen willst. Ist das krass, Digga, dass ich da raufkomme, ne? Es ist. Also, ich bin zweimal. Ich bin viermal gefickt. Reicht es vom Geld? 300? Nee, es reicht nicht ganz. Doch, du kriegst nochmal 100, hast 400 und ich geb dir gleich 200. Achso. Und jetzt handel mit mir, ich geb dir 200. Er will nicht bankrott, hallo. Da lebt er noch. Ich will überleben, Chat! Hier geht's ums Überleben, lass mich mal in Frieden! Niemals 200, ich krieg das Geld doch gleich wieder, Chat. Die Roten sind auch schon bei, die waren schon bei jedem im Inventar einfach. Eli, hallo, warte. Wie viel willst du haben? Ich hab mehr als Sid. Ich hab mehr. Das ist eine Karte, Mickey. Wie ist eine Karte? Das ist nur die Opernplatzkarte. Ach, Schmutz. Akzeptieren. So. Jungs, ich zieh durch, ja. Ich will jetzt meinen Rhythmus saven. Ich guck nachher, wer gewonnen hat, ja? Oder morgen und dann geht's nicht das morgen. Ich muss ein bisschen meinen Rhythmus saven. Oh. Es war mir ein absolutes Fest. Außer es war, es war mir ein Fest, Daddy. Mach's gut, ja? Sehr viel Spaß gemacht. Mach's gut. Jungs, schönen Abend noch, ja? Mach's gut. Ja, komm. Ciao. Okay, haben wir es doch noch irgendwie hinbekommen. Okay, der Wauwau ist dran. Oh ja. Lauf, mein Süßer, lauf, mein Süßer. Lauf über die Gefahr hinweg. Mach dich unsterblich. Mach Meter. Ereignis Feld!
Ziehe 200 ein. Bankirrtum. Oh mein Gott. Ich bin so ein Baumeister. Digga, was machst du? Alter. Oh! Oh! Hey, Mickey lebt! Ich bin Schöpfer! Dann komm mal down. Alter. Stimmt, das ist ja voll billig. Warte mal. We're back, guys! We're back! Jetzt brauchen wir ein bisschen Miete. Der Immobilienmogul, Mick Must, erhebt sich. Mick Must. Eli, wenn du dran bist, ich bitte dir einen Bahnhof an. Für genau 201 Dollar. Boah, das knallt jetzt auch langsam bei Sydney. Das wird hier nochmal ein richtig spannendes Ding. Dings, du hast halt wirklich nur Pink, Digga. Ich hab nur Pink. Würfel ich, Mann. So, kein Zweifasch. Oh, oh, oh. Oh, oh. Nein. Oh. Raus. Er ist raus. Zuerst würfeln, stimmt. Katze macht Meter. Aha. Drei oh. Ist kein Bruch. Okay. Es ist kein Bruch. Nee, nee. Ah. Nimm meine Kohle. Okay. Gerne, gerne. Okay. Glatte Summe. Mickey, du brauchst ein bisschen Geld zum Atmen, kann es sein? Ja, ja, unbedingt. Was würdest du denn für so einen Bahnhof haben wollen? Von 201. Dir? 201. Ja? 201. Sag doch mal eine Zahl. 201. Naja, also ich habe gerade kurz auf den Zettel hier geguckt vom Bahnhof. Oh, wie ärgerlich. Ich habe gerade gesehen, nein, der Bahnhof ist aufgrund der Ereignisse im Laufe des Spiels unter Denkmalschutz geraten. Okay, aber da ist auch eine Hypothek drauf. Ne? Bist du, ja, aber bist du Mitglied, hast du eine Bahncard? Ich habe eine Bahncard tatsächlich, ja. Eine Bahncard 50 oder was hast du? Ich spare alles. Sag mir doch mal eine Zahl. Ich sag dir eine Zahl. Die Zahl ist eine Miete von deinem Hotelbums. Egal was kommt. Dann kriegst du ihn so. Eine Hotelmiete. Einmal frei sein. Ein freier Elf. Ich lass dir mal einfach mal dich allein mit einem ganz bestimmten Item. Einen großen Schein. Du kannst ja mal dran riechen. Ist das krass, ne? Dass er für diesen abgehörnten Bahnhof 500 bekommt. Das Ding ist, Basti, der Bahnhof ist natürlich, was das angeht, ein bisschen unter Denkmalschutz. Ja. Ein bisschen, aber nur. Ja. Ich würde, wenn ich dran bin, würde ich auf das Angebot zurückkommen. Und ich würde es für 501 machen in meiner Runde. Da müssen wir dann nochmal gucken, ob ich das dann noch möchte. Basti, bitte, lass es nicht zu. Lass ihn bitte ausbuchen. Okay, ich safte ab. Ich safte ab. Das ist mir der Bahnhof wert. Der Nordbahnhof ist verkauft, Chat! Bleib! Er ist weg! Er ist weg! Es ist getan! Der Bahnhof ist Geschichte! Eli mit einer Pasch. Ach, schade. So. Wir leben, wir kriegen 200. Eli, mein Bester. Die 200 nehme ich dann bitte direkt mit. Ach, Digga. Wie viel? Und der ist weg! Ich hab so viel Pech, Digga. Es ist Digga! Eli wollte 200 für den Bahnhof und muss 200 geben. Ist das krank? Ist das krank? Was passiert hier? Es ist so hart, ne? Was es passiert hier? So ein Pasch? Okay. Vier Runden musste ich abdrücken. Vier Runden hintereinander. Ist das krass. Okay, aber Eli, ist eine Hypothek drauf, kriegst nichts. Das ist natürlich krass. Nochmal würfeln? Ja, okay. Ey, der eine Gelbe geht einfach nicht weg. Okay. Übrigens auch Azkaban. Wasserwerk. Profi. Na gut, ich habe natürlich hier meine Grundstücke. Ja. Auch Ahmed. Ja. 30, da ist Azkaban da. Ich überlebe nur noch. Ja. Alter. Das ist natürlich, was das angeht. Ist das ja. Hier? Digga, die ganze Immobilien. Ecke ist jetzt. Ja, das ist natürlich gute Felder. Der Zug wird beendet. Sind wir mit der Bahn fahren? Oh. Viermal in Folge bin ich auf so ein Feld gekommen. Ah doch. Ah nee. Was ist denn bei Blau, wenn man Hotel ist? Wie viel kriegt man da? Nein. Bei Hellblau? Nein. Ja. 650 oder so?
Ich glaube, ich safte gleich auch ab. 90. Ich glaube, gleich werde ich absaften auch. Ich glaube, Chat, ich glaube, ich melde gleich Bankrott an. Gleich wird's angemeldet. Tu's nicht, tu's nicht. Noch einmal über den Nordbahnhof, bitte. Ich werde loslassen. Als Gnadenstoß musst du einmal auf den Nordbahnhof raufkommen. Ich werde loslassen. Ich bekomme im Gefängnis aber Miete, oder? Ja, bekommst du. Okay. Okay, ja. Elina, es ist... man kann nicht mehr gewinnen. Auf jedem Feld macht man ja... Ich mache nur noch Minus. Überall sind... Es ist over. Verstehe es. Ich lass los. Hoffnung ist der Feind. Oh, das kommt wieder. Mhm. Hoffnung ist der Feind. Oh, das ist natürlich übel. Ja. Ja, ja, nicht wissen. Ja. Schützt nicht vor Strafe. Ich mach Bankrott. Ich würfel so viele paar. Leute, du bist überall lauert das Finanzamt, Chat. Dass ich heute an. Wie oft ich einen Pasch hatte, Alter. Ah. Eli, du bist vor dem Abgrund. Ja, ja. Oh, okay, also. Eine kleine Zahl, Eli, auf süß. Eine kleine auf süß. Eine 1? Ja, es ist over. Jetzt werde ich anmelden, Chat. 3, 4, 6, 8, 9 tötet dich. 1, 2, 3. 4. Ne, 3 oder 4, wäre krass. 3 oder 4? 3 oder 4, komm. 3, 5, was ist die Zahl gegen mich? 2, 4, 6, 8, 9. 3 oder 4? 8, 9. Digga, von 12 möglichen Zahlen knallen mich 5. Ich werde loslassen. 3 oder 4? 3 oder 4? Sind sogar 10. 4. 8, 10. Von 10. Ich werde loslassen. Die Hälfte der Zahlen knallt mich. Ja. 10. 10 ist gut, 10 ist gut, du bist durch. Naja, nee, ganz nee, nicht ganz. Ja, die 10 knallt auch, übrigens. Das habe ich vergessen zu sagen. Die 10 knallt auch? Ja. Das ist ein Bahnhof. Oh, es ist der Bahnhof. Wer auch sonst. Wer auch sonst. Ich muss loslassen, ne? Ich glaube, das ist ein Bankrott jetzt. Das ist, Das ist ein Bankrott? Ich hab... Da musst du die End-Taste. Wo ist ein End? Recht. Ich werde Bankrott anmelden, Jungs. Tu's nicht! Eli, warte. Tu's nicht. Ich rette dich. Gib mir all das, was du hast. Ich gebe dir 201. Und wir haben Frieden. Gib mir alles, was du besitzt. Du hast nicht mal 201. Du hast nicht mal 201. Ich kann, ey, Micky. Es ist an der Zeit. Aber dann machen wir so, dass du auf 201 kommst. Ja, Micky muss dir nur 170 geben. Dann lebst du Eli noch. Ich geb dir genau. Kann wie viel muss geben? Ich dir geben? 162. Ich geb dir 162. 162 und du lebst. Ich lebe. Und du lebst. Gibt jetzt da nur ein kleines Problem, glaube ich. Wieso? Du musst die Hypotheken, entweder, wenn du die weiter behalten willst, musst du auch Geld zahlen. Aber nicht viel. Aber nicht viel. Geben, abgeben. Hm. Ja. Könnte ich dann natürlich freigeben. Das war bei Grün nur 8 Dollar oder so. Ja, das sind nicht viel, das sind insgesamt 80. Die zahle ich dir in Raten zurück. Ich würde, was das angeht, ganz gerne ein Gegenangebot bekommen, wenn ich dran bin. Nein. Es geht nicht, Micky, ich hab doch kein Gegenangebot. Du zahlst das jetzt. Er kann nicht. Micky, warte. Nur 63 im Angebot, ich kann nicht geben. Wer zahlt deine Schulden hier? Micky. Micky, du musst. Hä, warum geht es nicht? Micky. Was hast du noch? Was hast du noch? Ich kann nicht. Was sind das da für Häuser links? Was ist das? Das ist Micky. Was sind diese Häuser? Das sind meine. Micky, das ist... Ich hab nichts. Nee, das sind deine Häuser. Das sind deine Hotels, was da angezeigt wird. Micky, ich zahle sie dir zurück. 162, Micky. Aber wie willst du Geld bekommen? Wie? Ich werde durchlaufen und ich werde es schaffen. 200. Ich will die Häuser. Das sind deine, Micky. Das sind deine Hotels. Achso. Okay. Ich tu's, aber vorher Bart ab. Nein. Bart Micky, ab. Lacher. Micky, ich werde durchlaufen. Ich werde auf kein Feld kommen. Ich werde durchlaufen. Ihr müsst euch beeilen, ansonsten ist, glaube ich, zu schön. Wir können es nicht machen, Eli, ich muss dich loslassen. Du musst dich loslassen. Du ziehst mich mit runter. Ich muss dich ausbluten lassen. Du holst mich nicht raus. Du musst hart sein. Micky, nein, du ziehst mich. Du blockst mich raus einfach, Eli. Es geht nicht wegen den Hypotheken, es geht nicht. Du musst nur ein Haus verkaufen gleich. Du zahlst 50, ich zahle dir das zurück, versprochen. Verkaufst zwei Häuser. Ihr müsst es jetzt machen, ihr müsst es wirklich machen. Okay. Micky, du kannst das.
Vicky! Ich kann's nicht tun. Du musst los. Och, wirf den Ring ins Feuer. Chat, ich muss den Ring ins Feuer werfen. Ich glaube. Aber jetzt bekommen meine Hypotheken, bekommt jetzt Basti, ne? Ja. Ja, du kriegst die Hypothek. Das ist over, Chat. Bankrott. Ich werde anmelden. Wie viel wär's gewesen? 11, 13, 13. $50 wär's gewesen. $50 wär's, Mickey. Zwei Hotels verkaufen. Scheiße. Ich bin dran. Rolltrip. Ich hab's dir gesagt, Michael. Oh nein, du bist durch. Na gut, Jungs. Eli Jello auch haut. Nein. Wuff, wuff. Top 3. Top 3. So, Basti. Final Countdown. Er schnurrt sich durch. Na, das ist ja, also, das ist ja skandalös. 41. Ich geb nächste Runde zurück. Nächste Runde gibst du zurück? Ich geb's zurück. Und worauf, also, wie kannst du mir das absichern? Auf Vertrauen. Vertrauen. Okay, dann musst du bestätigen. Wie mach ich das? Enter, Leerzeichen irgendwie so. Oder Alt oder sowas. Das geht nicht. Du musst aufs Geld nochmal bestätigen. Na komm. Gib ich zurück nächste Runde. $41 gebe ich zurück. Lauf, Kätzchen. Ich laufe. Bahnhofstraße. Okay. Oh, okay. Das ist meins. Mhm. Zu beenden. Passt. Oh. Pasch. Es könnte auch mal langsam reichen mit dem. Also jede Runde habe ich einen Pasch. Würfel nochmal. Oh, ich gehe mal wieder in den Knast. Da gefällt's mir. Ach du Scheiße, ist das krank. Ja, nee, nicht Basti, oder? Doch, doch. Ich verwalte da meine Geschäfte. Ich bin dran. Das war's, Chat. Langsam war's das. Oh, das ist eine schöne Ausgangslage. Ja, stimmt, ist gut für dich. Gehalt ist schon mal nicht schlecht. Mickey, ne? Hier ist noch ein Kumpel von dir im Knast gerade. Ja, was das angeht, hätte ich was anzubieten. Okay, was denn? Du bist ja im Knast, ich würde dir die Knastkarte verkaufen. Du würdest mir die verkaufen, die du mir gerade sozusagen geklaut hast und du hast Schulden bei mir. Richtig. Du Schulden bei mir hast, das ist egal, oder was? Der Preis dafür sind $201. Take it or leave it. Okay. Ja, das klingt gut. Habe ich mich, glaube ich, verklickt gerade. Das ist ja unfassbar, ne? Ist das krass. Hat die Welt auch noch nicht gesehen, die ganzen Pascha. Pasch, pasch, pasch. Mickey, mein Geld. Willst du mir das jetzt einfach per Miete geben oder wie hast du das dir gedacht? Also das Ding ist, können wir halt erstmal würfeln, weil ich wollte ja eigentlich mietfrei einmal rüberlaufen. Ach so. Ja, jetzt ist halt die Frage, würfel ich vorher oder nachher? Vorher, weil ich Eier habe! Gut. Frei parken, passt. Weil ich Eier habe, verstehst du das, Basti? So, und jetzt können wir nämlich reden. Okay. So. Macht denn ihr da die ganze Zeit? 41 waren das. Ja, Inflation. Immer wieder gerne. Ich danke dir. Sydney? Mein Bestes. Bitte. Keine 6, keine 7, keine 6, keine 8. Komm schon. 9. Endlich auch mal Miete. Aber die 11 auch nicht vergessen. Yeah, ich bin tot. Ja, 10! Ja, es ist perfekt! Oh ne, ich bin normal dran. Das ist nicht perfekt. Ah, ich hab nur Mietnomaden bei mir drin. Die Wichser. Nur Mietnomaden. Die ganze Zeit nur Mietnomaden. Und ab geht's. Mehr als 5. Wie sieht's aus? Ja. Wochenende am See? Nein, nicht so viel! Oder noch ein Knast? Wichtig! Gegen Knast? Na, ja, noch einen dritten bräuchtest du. Und ein Ereignisfeld? Auch korrekt. Gegen Knast, maybe? Oh! Zahle jeden Spieler. Oh! Okay. Bumm. Nee, Jungs, einfach so. So. Danke dir, mein Bester. Bei mir läuft das gut. Und nochmal, Meter machen. Auf geht's. Pasch. Was ist das? Ach. Ja! Ach, okay. Ich bin im Knast. Das ist natürlich wichtig für ihn. Das ist richtig gut. Ja, einfach von los in den Knast. In einer Runde. Einmal rumgelaufen. Ja.
Geil. Okay. Aber jetzt die Angst, immer einen Zweierpasch zu haben. Nee, vom Zweierpasch habe ich tatsächlich keine Angst irgendwie. Bro. Wieder ein Pasch. Ja, du komm mal langsam in Richtung Schlossallee. Du musst vorne rechts abbiegen. Und ja, so Pasch, rein. Einmal Schlossallee, einmal bei mir drauf. Dann sieht das Ganze schon anders aus. Ja, vorne nochmal rechts abbiegen. Richtig. Oh ne, alles gut. Alles entspannt. So, ich möchte auch bitte eine 10 und einen Nast. Ach, viel Vater. Ich glaube, du musst erstmal nochmal Wasserkosten zahlen. Ja, ja. Ist mittlerweile ziemlich teuer geworden. Inflation, Mickey. Ja. Anders, wenn du meine Güte. Fragen gehst. Und kein Doppelpass, kein Zweierpasch. Oh pasch, nein! Pasch, 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 nein! Oh. Ich hab gepopelt! Oh, da kracht's! Und über eine 5 einfach. Na, ja, nein! Oh, gut. Oh. Oh, spannend gemacht. Ach du Scheiße. Ich hab 3 Runden drin, Mann. Egal, jetzt habe ich Hoffnung, dass ihr auf meine Felder kommt. Ey, die Bahnhöfe, kommen kaum jetzt einer rauf, ne? Das ist ja, krass. Ne? No, irgendwie nie. Halt Steuerung hier, Mann. So. Naja, gerade von gesprochen. Komm schon, komm schon, komm schon. 9. Geht noch weiter. Ja, ich fahre nur noch 2 Stationen, ist das Ding. Das müsste ich mal jetzt hier auffassen. Ich glaube, ich mache 1 komplett. Ah, es geht gar nicht 1 komplett. Ach so. Wie komme ich hier weg? Mann, diese scheiß Steuerung, Digga. Ich danke dir. Nein. Mann. Das ist meine Ecke. Ja, ich bin da drauf. Ich bin da. Da bin ich. 160. Okay. Was? Kannst du dir mal eine Fahrkarte kaufen beim Bahnhof? Das ist. Mach ich meine Kohle wieder. Ich hab wieder einen Pasch gehabt, ne? Ey, wie viele Runden habe ich jetzt hintereinander einen Pasch gehabt? Langsam verliert. Basti, ein bisschen Kohle. Für Mickey gerne. Michael mit 800 Mücken. Und die kannst du gleich abdrücken. Mit einer 3. Oder einer 5. 3, 5, 7, 9. Kannst du aussuchen. Eine 9, perfekt. Danke dir. Deswegen behalte ich Braunschweig. Ja, direkt das Geld wieder, was eingenommen wurde, zurück. Okay. Danke dir, Micky. Danke, Micha. Echt korrekt. So. Es ist immer noch die gelbe und orangene. Offen. Digga, ich verdrück mich hier immer. Ich will spielen. Oder springen. Würfeln. Würfeln. Ihr müsst beide jetzt doppelt dreifach auf meine Felder kommen. Ja. Oh. Oh ne, ist deine Schade. Oh ne, 30. Du musst eine ganz kleine Zahl würfeln, Basti. Eine ganz kleine. Super. Und zwar wünsche ich mir da, was das angeht. Lass mich kurz gucken. Ich glaube, ein Einerpasch ist das richtig, oder? Wenn ich das richtig sehe. Ja. Ja. Oder also eine 2 oder eine 3. Ist da was? Geht da was? Musste ich da leider gerade enttäuschen. Ah. Oh. Ein Puffi. Oh, nö, 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 nö. Oh, Mickey, ja, bei mir könnte es halt krachen und pfeifen. Da kann es richtig reinschallern. Ja. Ah. Alles gut. Mhm. Alles gut. Mhm. Die Ruhe vor dem Sturm. Gute Posi. Ist okay. Okay. Digga, wie schnell ist man hier wieder dran? Was Niedriges bitte? Nee. Mein 9, Park. Okay. Mein Park. Ich bleib mir ein bisschen notgroschen. Alles gut, schön, keinen Pasch. Bisschen entspannt bleiben. Ja. Mickey, du bist auch entspannt, nicht so oder? Niedrig würfeln bitte. Ein bisschen höher. Okay. Ja, ja, ja. Ja, gut. Ist okay. Super. Ich würde ganz gerne einen Knast. Eine 10? 10? Ein Knast, ah nee. Eine 3. Eine ganz dreckige, schmutzige 3. Nehmen Basti. Auch mal mit dem Hund das Schiff anschiffen. Mal das Bein heben da. Vollstrollern. Das ist schon okay. Okay, ich brauche eine 7.
7, 7, 7, 7. Boah, mein. Ist das krank. Knast. Nein. Und wir gehen mal in die Nähe vom Schiff und schiffen das wieder an. Und rein in den Knast. Jetzt habe ich ein Problem. Sidney? Sidney, warte, ganz langsam. Ganz langsam, Sidney. Also, bei dir? 2? Du musst gucken. Du musst gucken. 2, du musst kurz gucken. Für dich. Und bei Basti auch. Und bei Basti auch. 2, 4, 5, 7, 9, 10 und 11. Also der Bart ist so halb. 11 ist okay, 11 ist scheiße. Eine kleine Zahl wäre geil. Eine kleine Zahl, eine 2, eine 4 und eine 5. Ich würde nur eine 6 und eine 12 gerade. 3 auch. 3, 6. Ja, 3, 6, 12. Elektrizität juckt mich auch nicht. Warte, 3, 6, 8. Ja, wäre krass. Ich bin gespannt. Nein, nicht bei Gott. Mann, Junge, ich hasse die Steuerung. Oh Gott, oh Gott. Spielen. 3, 6, 8. Ich kann das. Knast! Wir gehen zum Besuch bei Micky, mein Bro! Ey, Micky, Digga, ich hab Ist das krank? Du Scheiße, ist das krank? Was ist denn schon wieder los, Micky? Was hast du gemacht? Boah, ist das krank? Ist das krank, wirklich? Ist das gestört? Ja, wir kriegen das schon wieder hin. Ich kümmere mich um den. Irgendwas? Das gibt. Geld. Aber da fehlt ein Haus. Ah, nee, nevermind. Ah, nevermind, ich dachte. Ich hab gar nicht drauf geguckt. Ey. Hey, es ist 150, Junge, was soll die Scheiße? Guck mal, 2023, mein Jahr. Zweierpasch, Micky? Bitte nicht. Oh mein, ich hab keinen. Sidney und du? Zweierpasch? Nee, ich werf immer hoch hier. Hoch. Oh. Mit 3. Wie ist es? 750. Das schmerzt natürlich. Wo seid ihr? Einer ist dort. Die hier weghauen? Ich brauche 400. Das sind 4 Häuser. 1, 2. Er ist braun weg. Braun bringt kaum was. Braun ist halt echt schwach. Hier 5 Stück sind 125. Ich lieber hier. Lass mich machen, Schatz. Lass mich machen. 550. Noch 200 brauche ich. Die Idioten. Rot ist seit 12 Runden auf Hypothek. Ja, man sieht es relativ schwer. Mit dem roten Strich da unten. Hier kannst du gleich raufkommen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Den 7er lasse ich offen. Du hast keine Wahl halt, ne? Du musst verkaufen. 4 Häuser muss ich wegmachen. Ich will nicht braun wegmachen, Chat. 4 Stück noch. Aua. Die Firma dankt. Eins komplett. Scheiße. $0. 0 Moneten. Hm. Oh, ja. Gut. Gib Micky Moneten. Mach ich, okay. Mach ich. Das heißt noch auf Klo. Ich hoffe, er ist nicht zu lange weg. Ich weiß nicht, was passiert, wenn man nichts macht. Inaktivität. Man darf 3-mal inaktiv sein. Ja, besser. Micky, du hast Geld bekommen. Oh! Geil! Wir haben alle Geld, außer ich. Oh, das ist richtig. Ich glaube, dann überlebe ich noch eine Runde da, ne? Aktuell ja. Das ist ganz nice. Münchner und ich kann sie mir jetzt nicht kaufen. Oh nein. Oh mein. Nein. Micky, bitte hol sie dir. Bitte. Auktion. Micky, hol sie dir. Du musst. Ist Basti? Ja. Ist ein offener Wettkampf. Micky, du musst, sonst ist das Ding over. Und du hast genug Geld, du bist so. Du musst halt, ne? Nein. Michael. Du hast das Spiel aufgegeben. Michael. Ich weiß, es hat wehgetan, aber wir mussten es tun eigentlich. So, ich bin dran. Die schmeckt. Ich bin verloren. Die schmeckt wirklich. Jetzt das Ding aber. Oh no, ich dachte nochmal eine kleine, das wäre so wichtig gewesen. Oh. Das Ding ist aber. Oh nein, warte mal, stehe ich da nicht? Ah doch, das ist gut. So, kleiner Bauwi. Du hättest deinen Kopf hinhalten müssen. Stirb dafür.
Einmal mit der Bahn. Eine, zwei, drei. Back hier. Hopp! Ja. Ne. Oh ne, ne. Oh. Alter. Das, der war kurz auf der 3. Der war ganz knapp. Hast du Pasch? Ja, ne? Jo. Vielleicht eine 5? Mann, Digga, ich darf gar nichts würfeln. Ich hab nur Dollar. Ich muss ja irgendwas hier. Oh ne. Nein, nein. Du ziehst mir das Geld aus den Taschen. Tja. Au. Ein bisschen den ÖPNV ein bisschen fördern. Autsch. Warte, warte, warte. Ja, nee. Ja, ich hab nur rot. Ja. Rot, grün, es bringt niemand was. Ich hab, glaube ich, braun weg. Warte, 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 warte. Lass spekulieren. Ich kauf dir braun komplett günstig ab. Und dann spekulieren wir, dass Basti darüber läuft. Hä? Ja, was? Was? Ich kauf dir braun ab. Für? Ja, was willst du haben? Okay. Ich muss nur 200 zahlen. Ich bin noch fein. Gut. Nur dann hätte ich da die ganze Straße, weißt du? Egal, wo Basti jetzt rauskommt, tut ein bisschen weh. Ja, ah, die braun tut jetzt nicht so weh. Das geht. Ich hau die weg, oder? Was wird die Hypo? Das ist mal recht, die Hypo. 30 und 30. Das reicht schon. Rede langsam Richtung Bankrott. Ja, das war ein Kampf. Gib mir die Braun. Na, scheiße. Das muss ich nicht. Okay. Och nö, Basti. Basti, jetzt war ganz ruhig da, ja? Ein bisschen Stress muss sein. Okay, mein kleiner Wauwau. Bleib nicht an den Häusern stehen, mein kleiner Wauwau. Bleib da nicht dran. Mach Meter. Was? Oh, eigenes Feld. Mhm. Oh. Jetzt Vermieter ist teuer. Digga, nicht nur, dass die Leute nicht auf meine Drecksimmobilien rauflaufen, sondern ich muss auch noch richtig viel Geld für die Scheiße zahlen. Ja, ich bin ja jetzt schon kann das alles nicht mehr. Ich kann das alles nicht mehr. Oh oh. Wenn ich jetzt 10 Dollar, 12 Dollar zahlen muss, bitte nicht. Oh, schöner Zugriff. Zweiter Platz. Wer ist ein Erster geworden? Zweiter Platz, ne? Deswegen. Oh, da freue ich mich nicht. Pasch, okay. Ist doch nicht vorbei. Soll ich jetzt noch eine 5 mal in den Knast mal ein bisschen ausruhen? Oh. Jetzt ist komplett over. Das ist wirklich, also du scheißt dich auch zu mit Glück, Basti, ne? Das stimmt. Das muss man mal so sagen, also du scheißt dich wirklich zu. Geh mit, geh mit. Wunderschön. Ich wollte sie doch nicht. Ja, ist gut. Alles gefahren, vielleicht Basti, ne? Das Ding endgültig over. Und jetzt kommt er auf Gelb. Auf Grün. Natürlich. Ich danke dir. Sehr gerne. So, City, geh über los. Geh über los, Kleines. Komm. Oh nein. Ich muss zahlen. Eieiei. Ich muss hier so viele Schulden zahlen. Ich muss hier so viele Schulden. Du Scheiße. Ich muss das jetzt. Ah, naja. Ja, es wird still. Geht alles Richtung Ende, aber. Das soll ja nicht sein. Ein Pasch. Und jetzt kommt er noch auf meine Schlossallee raus, sag ich. Weiterrollen, Basti, weiterrollen. Mach Meter. Pasch, irgendwas. Große Schlossallee. Ja! Weiter, weiter, weiter. Und jetzt was Hohes. Ich würde gerne einen dritten Pasch nehmen. Und dann einfach nein, in den Knast gehen. Nein, nein, nein. Drei. Ach, da stehe ich sicher. Das gefällt mir. Das ist ja geisteskrank, ne? Das ist ja wirklich geisteskrank. Jetzt kommt der mit der 8. Komm rauf. Eine 7, natürlich. Natürlich. Nicht mal die kleinen Moneten bekomme ich.
Nein, ich will nicht nochmal. Da musst du jetzt durch. Du musst jetzt stark sein. Bam, aber die Todeszone kommt, Jungs. Die Todeszone kommt. Das hast du. Das hast du überlebt. Das hast du überlebt. Drück bevor bis zum Oberplatz, das ist natürlich super jetzt. Können Sie mir. Ah! Nein. Ah, Seestraße. Kennst du die eigentlich? Ja, der mir am Ende des natürlich bei Basti rauf, ne? Also ab heute dann noch Glück GHG. Aber was denn erlebt noch? Wenn ich hätte den Mickey noch was leihen können. Natürlich. Ist doch blöd. So. Ich danke dir. Der nächste, wo ich drauf komme, der bekommt mein Zeug. Ich will jetzt nichts unfair machen. Basti, bitte rauf! Er ist drauf. Da bin ich. Mir gefällt's da aber. Bisschen Trash. Bisschen Trash. Natürlich. Aha, aha. Eigentlich. Nee, ich will grad nichts. Lauf weiter, Digga. Alles gut. So, Katzchen. Mit einer 10 sind wir gut dabei. Mit 10 und wir leben. 5 und 9. Damit lebt man nicht mehr. Verabschiede ich mich, Jungs. Auf der Berliner. Oh, es kracht und pfeift, Sydney. 1000. Wo ist Endtaste? Es kracht und pfeift. Rechts. Ich bin Bangkok. Ja, das sieht doch gut aus. Das sieht doch sehr, sehr gut aus. Boah, ich hab so viel bei dir gegrieft. Mit grün und rot und so. Ja, ist ja wirklich so. Ich muss das tun. Natürlich. Auch mal. Ach, anstatt mal eine 2 oder 3. Macht's gut, Jungs. Mach's gut, Sydney. Hey. Tja, Micky, da waren es nur noch 2. Da waren's. Natürlich komme ich auf mein eigenes Feld! Natürlich! Weil ich ja hier auch keine Miete zahlen muss in meinem eigenen Scheißdrecksbesitz. Ist noch alles offen. Ja, wie war das? Augen zu und durch, oder? Ich glaube schon, aber... Könnt krachen. Das ist nur der Bahnhof. Oh Gott sei Dank. Einzelfahrausweis. Und ich habe eine Bahncard. Da gibt's Rabatt. Sag mal ehrlich, wenn du jetzt komplett reinlackst und ich nur noch auf Hellblock komme und du jede Runde durchkommst, gibt es wirklich eine Möglichkeit, in der du irgendwie noch gewinnen könntest? Ja, gib mir mal lieber die gelben, anstatt hier rumzulabern, Basti. Na komm, vielleicht orange. Okay, 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 okay. Oh, du fährst aber gerne Bahn, seit du die, ne, Bahncard? Mit der lohnt sich das sehr, meinst du? Nicht umsonst ein Abo. Eben. Ja, Nordbahnhof, natürlich. Ist praktisch, gut angeschlossen. Ja, ich war auch mit der Bahn. Bitte hinten hast. Ich brauche eine, was ist denn das? Weil ich brauche eine 4. Ach, danke Sidney schon für die 10 Gewinner-Subs. Dankeschön. 2, 3. Eine 3, einfach eine 3. Auch mal eine 3 jetzt würfeln und den Nast. Ey. Sei gegönnt. Das ist ja der Zuschuss von der Bahncard. Treuepunkte. So, die Todeszone. Langsam kommt sie. Oh, mit großen Schritten. Ereigniskarte. Mal gucken. Okay.
Okay, okay. Ah, ist okay. Todeszone bei mir! Knallt. Das wird mir gerade ein bisschen zu viel Geld, was da... Das wird mir zu viel Geld, was du da aufbaust. Ja. Einmal. Aber da kommt noch ein zweiter Wurf. Das ist aber noch kein Pink. Todeszone, Todeszone. Guter Wauwi, guter Wauwi. Knallt. Richtig, die Berliner. All inclusive, ein Tausender. Vierstellig. High Society Gegend hier. Tja, Mickey, jetzt nochmal auf dunkelblau. Okay. Wie sieht's aus? Willst du mal dunkelblau angucken? Ich entferne mich von dunkelblau. 5 und 7 wär's. Eine 7 tatsächlich. Für die Schlossallee. Kannst du dir gerne mal angucken. 3 Häuser stehen. All inclusive. Ist aber ganz schön teuer geworden. Inflation. Oh, jetzt gibt's einen Handel. Ja. Ich meine. Und dann schließt sich hier das Kapitel. Wo sich die eine Seite. Gebe ihn zurück, er steht unter Denkmalschutz. Die eine Tür schließt sich und eine andere öffnet sich. Aber trotzdem sind es immer noch genau. 1-4, die offen sind. Ja, die 1-4 sind offen. Aber ich gehe mit erhobenen Hauptes. Und sage GG. GG. Das war ein Fest. Der 3-Stunden-Kracher. GG. GG. Oh mein Gott. Basti, war sehr, sehr geil. Es war mir ein Fest. Es war mir eine Freude. Es war mir auch ein Fest. Ich wünsche dir eine gute Nacht, ja? Ich dir auch. Wir hören uns. Mach's gut. Kuss, kuss, kuss. Ciao, 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 ciao. Ja, Leute. Monopoly. Hey, Basti, hast du Bock, mal Monopoly mitzuspielen?